Ja, sehr schön. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend und vielen Dank für die Geduld erstmal. Mein Name ist Thies Haug. Ich bin verantwortlich für die Hochschulentwicklung hier in der Bucerius Law School und für das Green Office oder Nachhaltigkeitsbüro. Und deswegen stehe ich auch hier, weil ich oder wir gemeinsam im Rahmen des Green Office mit dem Studium Generale die Idee für diese Ringvorlesung hatten. Und vielleicht nur ganz kurz, wir haben schon lange genug gewartet, aber zwei, drei Sätze zur Idee der Ringvorlesung. Ich hatte das letzte Woche schon mal. Wir haben das Ganze unterteilt sozusagen in drei Blöcke, sind gestartet mit dem Klima an sich, also eher den naturwissenschaftlichen Grundlagen sozusagen des Klimawandels. Haben dann weitergemacht mit gesellschaftlichen Fragen. Ist der Ton so, ich höre mich zumindest sehr metallisch. Mit gesellschaftlichen Fragen, konkret Umweltökonomie und soziale Ungleichheit und der weltweiten internationalen Migration, also mit zwei Bereichen, die sozusagen durch den Klimawandel eher noch verschärft oder verschlimmert werden. Und kommen jetzt mit der letzten Woche und heute, dem heutigen Abend, zu dem Handeln, zu der Frage, was können wir eigentlich tun, wo sind sozusagen die Möglichkeiten, die Perspektiven. Letzte Woche war das der Klimaaktivismus. Da haben wir unter anderem darüber diskutiert, was denn jetzt eigentlich AktivistInnen tun sollen. Sollen sie sich spezifizieren, also ganz konkret sagen, nicht listen to the science allgemein, sondern wir erwarten von einem, sag mal, Verkehrsministerium oder einem anderen Bereich diese oder jene Veränderung. Oder wäre es zielführender und schlagkräftiger, wenn Sie auch mal ein positives Bild entwickeln und sagen, was wünschen wir uns eigentlich? Nicht nur, ihr müsst reagieren auf eine bevorstehende Katastrophe, sondern was ist irgendwo auch Ihr positives Zukunftsbild vielleicht? Wobei ich mir bei diesen beiden Optionen und bei vielen anderen oft die Frage stelle, ganz, ganz simpel, wo soll eigentlich die Motivation und die Kraft herkommen, auch von den einzelnen Aktivistinnen, sich diese und andere Fragen zu stellen und immer wieder sozusagen am Ball zu bleiben. Und deswegen haben wir gesagt, es ist ein schöner Abschluss der Reihe, wenn wir irgendwann auch mal das Individuum, uns alle selbst sozusagen in den Mittelpunkt stellen. Und deswegen eben heute sprechen über Umweltpsychologie, über Resilienz, unser Verhalten in Krisenzeiten, also auch ganz persönliche Fragen. Moderieren wird heute Abend Jasper Finke, auch wenn ihn viele kennen, einige Worte zu ihm. Er hat in Kiel Rechtswissenschaften studiert, an der Columbia einen Master in International Law and Legal Studies drangehängt, war Global Fellow an der NYU, an der Martin-Luther-Universität Halle wissenschaftlicher Mitarbeiter und dann hier an der Bucerius Law School für einige Jahre Juniorprofessor für Völker- und Europarecht sowie öffentliches Recht und Staatstheorie. Hat danach noch an der University of Edinburgh gelehrt, hat einige Erfahrungen auch als Anwalt und ist heute im Bundesministerium der Justiz in Berlin, wo er gerade herkam. Das war die weite Reise des Abends. Aber spannender, aufgrund der Bahn natürlich, spannender vielleicht für uns und das Thema heute ist die Habilitation, die er ganz nebenbei 2015 auch noch abgeschlossen hat, die den schönen Titel trägt Krisen, Punkt. Ein Erklärungsversuch dynamischer Rechtsentwicklung in Krisenzeiten. Insofern bin ich sehr gespannt auf deine Einordnung, Jasper, gespannt auf die Einordnung unserer globalen Klimakrise, der Entwicklung von Recht, wenn Recht sich denn vor diesem Hintergrund entwickelt, und unserer individuellen Rolle in und mit dieser Krise. Ich freue mich sehr, dass du da bist und du hast das Wort. Als erstes muss ich mich entschuldigen, obwohl ich für die Verspätung nur begrenzt etwas kann. Ich dachte, 90 Minuten Puffer würden ausreichen, um eventuelle Verspätungen der Bahn wettzumachen. Ich irrte. Aber nun bin ich hier. Das erste Mal seit doch langer Zeit wieder, ich möchte fast sagen seit Jahren. Es freut mich wieder, an der Bucerius Law School zu sein, mit der mich doch primär positive Erinnerungen verbinden, auch mit diesem Hörsaal. Aber es soll ja gar nicht um mich gehen heute Abend, sondern um die beiden Vortragenden. Und einer gewissen Tradition folgend möchte ich Ihnen zunächst Frau Barmer vorstellen, die das Thema heute aus juristischer Perspektive einordnen wird. Frau Barmer und ich kennen uns aus meiner Zeit der Bucerius Law School. Ihre Zeit hier ist ja noch gar nicht zu Ende. Sie hat hier an der Bucerius Law School Rechtswissenschaften studiert und dann das obligatorische Auslandssemester bzw. Trimester, ich muss mich korrigieren, in Rom verbracht. Italien ist Frau Barmer dann in einem gewissen Sinne treu geblieben.
Nach ihrem Staatsexamen oder ersten Examen 2018 hat sie dann einen Master am European University Institute in Florenz absolviert. Thematischer Schwerpunkt war die europäische Governance im Bereich Energie und Klimaschutz. Diesem Themenschwerpunkt sind sie treu geblieben. Seit 2021 ist Frau Barmer wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center for Interdisciplinary Research on Energy, Climate and Sustainability hier an der Bucerius Law School, kurz CSCS. Und sie promoviert zu Regelungsstrukturen für die energieintensiven Grundstoffindustrien auf dem Weg zur Klimaneutralität. Den ersten Vortrag übernimmt Herr Reese. Herr Reese ist kein Unbekannter an der Bucerius Law School. Er hat hier schon den einen oder anderen Auftritt gehabt. Seit 2016 hat er die Professur für Umweltpsychologie an der Universität Koblenz-Landau inne, die er zuvor oder zunächst auch vertreten hat. Er hat zuvor Stationen an den Universitäten Jena, Leipzig und Luxemburg verbracht. Studiert hat er selber in Jena und an der Universität Canterbury im Vereinigten Königreich. Und wenn ich die Informationen richtig einordnen kann, hat er einen Teil seiner Jugend und vielleicht auch Kindheit auf Rügen verbracht. Das heißt, er ist auch ein Nordlicht oder vielleicht etwas salopp ausgedrückt ein Fischkopf. Mich freut das sehr. Darüber hinaus ist er ein exzellenter Kenner des Themas Kinderfahrräder, wie wir im koordinierenden Gespräch feststellen konnten. Ich hätte dann noch weitere Themen, vielleicht können wir das Thema Lastenräder im Nachgang zu dieser Veranstaltung noch kurz streifen. Was mich darüber hinaus fasziniert hat, ist, dass er nicht nur einen ganz normalen CV auf seiner Homepage veröffentlicht hat, sondern auch sein Climate-CV. Sowas habe ich bisher noch nicht gesehen und er stellt das Offensichtliche dar, was aber im Täglichen eben sehr schwer umzusetzen ist. Genau deshalb sind wir heute hier. Gerade im Wissenschaftsbereich wird unheimlich viel gereist, geflogen, international geflogen für Kooperationstreffen, für internationale Konferenzen. Mal eben für 45 Minuten Vortrag nach New York ist etwas, was gerade im so internationalen Wissenschaftsbetrieb durchaus vorkommt. Und alle wissen, dass das eigentlich unheimlich klimaschädlich ist, aber trotzdem so richtig handeln danach tut er nicht. Und in einem Akt der Selbstoffenbarung hat er dargelegt, welche Flüge er seit 2010 unternommen hat. Da sind ein paar internationale Flüge dabei, aber ich muss sagen, dass ich blass werde, wenn ich sehe, und zwar vor Scham. Denn meine Klimabilanz ist mit Sicherheit nicht so gut wie die von Herrn Reese. Deshalb ein Beispiel, zumindest für mich an dieser Stelle. Werfen Sie einen Blick auf ein Klima-CV. Wenn Sie es anfangen, als Klimatagebuch zu führen, werden Sie merken, wie schwierig es ist, sich selber einzuschränken, um diesem Ziel der Reduktion oder dem Klimaschutz, Sustainability, näher zu kommen. Damit möchte ich die Vorstellung abschließen. Wir kommen zum eigentlich Wesentlichen des heutigen Abends. Zunächst, wir beginnen mit dem Vortrag von Herrn Reese. Vielen Dank. Ja, erstmal vielen lieben Dank für die warmen Worte zur Begrüßung. Ich weiß gar nicht, ob Scham da die richtige Emotion ist oder ob ich da als Vorbild gelte oder was auch immer. Ich rede ziemlich laut. Soll ich das hier mal leiser drehen? Nein, ich lasse über die Finger fahren. Genau, und da soll es heute so ein bisschen drum gehen, ja, um die individuelle Sicht auf die Dinge, aber nicht nur, weil ich glaube, es ist jedem hier im Raum wahrscheinlich klar, dass wir als Menschen ja nicht in einem Individuum agieren, sondern Teil von einem Gesellschaftssystem sind, was bestimmte Verhaltensweisen auch vielleicht vereinfacht oder sogar motiviert. Und so viel schon mal als Spoiler vorab, das sind halt in unserem Gesellschaftssystem leider meistens Verhaltensweisen, die nicht so klimaschonend sind, die belohnt werden oder die gefördert werden. Naja, genau, ansonsten zu meiner, wie gesagt, vielen Dank für die warmen Worte. Ich bin tatsächlich auf Rügen ein Großteil groß geworden. Ist nochmal was anderes als Hamburg, das gebe ich zu, aber ist trotzdem schön. Also wer noch nicht auf Rügen war, ich kann empfehlen, im Februar hinzufahren, es sind da keine Menschen und es ist kalt und nass, aber einfach wunderbar ruhig. Naja,
Genau, und irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, und ich gehöre zu den naiven Menschen, die bis vor, ich glaube, 120 Minuten gesagt haben, ja, ich habe heute Abend einen Vortrag an der Bucerius Law School. Ich habe heute gelernt, dass wirklich Bucerius ausgesprochen wird. Naja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon von meinen 30 Minuten abgeht, deswegen fange ich jetzt lieber mal an. Also, Einblick Umweltpsychologie, was hemmt uns, was motiviert uns möglicherweise klimaschonend zu agieren? Und ich würde ganz kurz ein paar Worte zum Thema sagen, was ein Umweltpsychologe eigentlich so macht oder eine Umweltpsychologin, weil ich glaube, für viele taucht der Begriff vielleicht das erste Mal auf. Dann ein paar Worte dazu, dass wir ja eigentlich wissen, was wir tun müssten. Ja, also, dass wir eigentlich ein sehr breites Wissen mittlerweile haben, auch Handlungswissen, was die Optionen eigentlich wären. Und mit wir meine ich jetzt nicht nur so eine Öko-Bubble, das war vor 20 Jahren. Mittlerweile gibt es ein relativ breites gesellschaftliches Wissen darüber, was zu tun ist. Wir tun es nicht, das ist der Fakt. Die Frage ist, warum nicht und was können wir tun? Ja, und da, wie gesagt, hoffe ich, dass ich in 30 Minuten durchkomme. Wobei, wenn die Bahn 90 Minuten Verspätung, ja, ich guck mal, ob ich das toppe. Nein, auf keinen Fall. Also, was ist Umweltpsychologie? Ein paar Worte dazu. Wenn man das definieren möchte, so ganz grundlegend beschäftigt sich die Umweltpsychologie als ein Teil der Psychologie mit den Mensch-Umwelt-Interaktionen. Ja, also mit dem Wechselspiel zwischen uns als Menschen und der Umwelt. Ja, da kann man gleich kommen und kritisieren, ja, aber das stellt ja den Mensch irgendwie so als was anderes von der Umwelt dar, müsste man es nicht eigentlich Mitwelt oder so nennen. Die Diskussion will ich jetzt gar nicht lostreten. Sondern erstmal bei der Definition bleiben, also wie wirken wir als Menschen auf die Umwelt, aber wie wirkt auch die Umwelt auf uns? Das ist letzten Endes der Kern dessen, was wir in der Umweltpsychologie machen. Und da sind Themen unter anderem sowas wie Wahrnehmung von Umweltproblemen, ja, nämlich zum Beispiel die Klimakrise wirklich als ein großes Problem war oder denke ich, ja, Klima hat sich schon immer geändert, so schlimm ist es jetzt nicht, ja. Da spielt dann eine Rolle, ob ich das so aufgrund meiner individuellen Einstellungen so sehe oder ob ich bestimmten Gruppen zugehöre, die vielleicht ganz klare Vorstellungen zu so einem bestimmten Thema haben. Psychische Folgen durch Umweltbelastung, das schauen wir uns auch an. Wir haben jetzt vor kurzem eine Studie zu Climate Anxiety, also Klimaangst, das ist so ein neues Schlagwort. Ja, wenn Sie das mal googeln, ist erst in den letzten ein, zwei Jahren auch sowohl in den Medien als auch in der Forschung überhaupt präsent geworden. Ja, also wie reagieren wir? Wie reagieren vor allem junge Menschen auf das, was da möglicherweise durch die Klimakrise auf uns zukommt? Was mich dann besonders interessiert ist, was sind denn die Bedingungen, unter denen wir bereit sind, uns umweltschonend oder klimaschonend zu verhalten? Das ist eigentlich einer der Hauptteile meiner Forschung. Und was Umweltpsychologinnen auch untersuchen, ist, welchen Einfluss Natur auf unser Wohlbefinden hat. Ja, und auch hier könnte man sich natürlich zu Recht argumentieren, naja, wenn wir wissen, wie wichtig Naturerlebnisse für unser Selbst, für unser Wohlbefinden, für unser mentales Funktionieren sind, dann wäre das ja eigentlich noch ein Grund mehr, wirklich diese Natur auch zu schützen. Heute soll es eben vor allem um die Aspekte Wahrnehmung von Umweltproblemen und Bedingungen umweltverträglichen Handels gehen. Und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass es notwendig ist. Hier abgebildet ist eine sehr vereinfachte Darstellung, was gerade eigentlich so passiert. Ich habe die irgendwann mal in einem Vortrag gehört vor vielen, vielen Jahren, habe gedacht, das ist eigentlich ganz cool und so eingängig. Wie gesagt, es ist natürlich sehr vereinfacht. Hier ist dargestellt, wie viele Planeten Erden wir als Menschen eigentlich bräuchten, um dauerhaft auf der Erde existieren zu können. Ja, und so als Gesamtmenschheit bräuchten wir eigentlich 1,75 Planeten Erde. Das heißt, wir verbrauchen pro Jahr das 1,75-fache an Ressourcen, was die Erde eigentlich pro Jahr wieder produzieren könnte. Ja, wie gesagt, sehr vereinfacht. Ja, und was dann das Spannende hier ist, wie wäre das denn, wenn die gesamte Menschheit so leben würde wie ein durchschnittlicher US-Amerikaner oder eine durchschnittliche Australierin, dann bräuchten wir 4 bis 5 Planeten Erde. Ja, und wenn jeder Mensch auf der Welt so leben würde wie wir in Deutschland, dann bräuchten wir 3 Planeten Erde. Also das zeigt letzten Endes, dass wir mit dem Ressourcenverbrauch, den wir an den Tag legen, halt weit über das hinausgehen, was eigentlich verträglich wäre bei 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt. Genau, das ist, glaube ich, auch keine neue Information, die Temperaturanomalien, also das ist über die letzten, ja, hier jetzt 130 Jahre, aber es gibt auch Studien, die das über einen sehr viel längeren Zeitraum zeigen, dass es immer wärmer wird. Ja, auch hier gibt es ja dieses Argument, ja, aber Wandel gab es doch schon immer. Das, was wir erleben, vor allem in den letzten 20 Jahren, das gab es noch nie. Ja, also es gab noch nie in einer so kurzen Zeit so eine krasse Temperaturanomalie. Und die Klimakrise ist ja letzten Endes eine von vielen globalen Krisen, die wir gerade hineinschlittern. Vielleicht ist der ein oder anderen Person schon mal das Konzept der planetaren Grenzen begegnet. Das ist ein umweltwissenschaftliches Konzept, wo so eine Reihe von geophysikalischen Prozessen abgebildet werden. Und je nachdem,
wo wir uns da befinden. Da gibt es so ein Safe Space, das ist alles, was irgendwie innerhalb dieses Kreises ist, das ist okay, dann bewegen wir uns im Rahmen dessen, was für den Planeten verträglich ist, aber zum Beispiel der Klimakrise und auch einigen biogeochemischen Prozessen, sowas wie Phosphor, das in die Umwelt gelangt, oder auch Biodiversitätsverlust, da haben wir schon diese Grenze weit überschritten, teilweise möglicherweise auch mit irreversiblen Schäden. So, dem gegenüber steht, und das ist das, wo es für die Psychologen interessant wird, dass wir eigentlich all das wissen, ja, und eigentlich auch ein Gefühl dafür haben, dass hier irgendwas schief läuft, beziehungsweise wir eigentlich auch wissen, was wir tun könnten. Ja. Ich habe ein paar Folien mal dreist rauskopiert aus der Naturbewusstseinsstudie. Das ist eine repräsentative Befragung des Bundesamts für Naturschutz. Wird alle 2 Jahre durchgeführt mit 2000 Befragten. Und da geht es eben um so Fragen des Naturbewusstseins. Das Umweltbundesamt macht das auch alle 2 Jahre im Wechsel, wo es eben um Umweltbewusstsein geht. Und wirklich so eine sehr handlungsnahe Frage ist, halten Sie die Energiewende hin zu einer überwiegenden Versorgung aus erneuerbaren Energien für richtig? Ja, also seit 2011 finden wir da durchgehend Zustimmungsraten um die oder über 60%. Ja, also das heißt, scheint jetzt nicht so zu sein, dass es flächendeckend ein Problem damit gäbe, mal alles auf Erneuerbare umzustellen. Das ist auch nicht nur in Deutschland so. Wir haben Eurobarometer, das ist so eine europäische Befragung. Da gibt es zum Beispiel die Frage, oder die soll man zustimmen zu so einem Item, ob die Staaten mehr in erneuerbare Energien investieren sollten. Ja, und auch hier Zustimmungsraten, die so fast sozialistisch anmuten, von um die 90%. Ja, also das heißt, da gibt es ziemlich viel Zustimmung. Natürlich, das sage ich auch an der Stelle schon mal, das sind alles Befragungen, wo Menschen am Telefon oder in einem Face-to-Face-Interview befragt werden. Natürlich spielt hier sozial Erwünschtheit eine Rolle. Ja, wir wissen, dass Umweltschutz, Naturschutz, Klimaschutz was sozial Erwünschtes ist. Da werden die allerwenigsten sagen, eben wenn sie gefragt werden, ich finde Klima und Umwelt blöd, ja, oder das sollen wir nicht schützen. Aber selbst wenn wir so eine soziale Erwünschtheit da rausrechnen, haben wir immer noch sehr hohe Zustimmungsraten. Finden wir bei einer Reihe von anderen Aussagen, das ist die Pflicht des Menschen, die Natur zu schützen. Ja, 95% der Menschen stimmen dazu. Oder auch sowas wie, mir ist klar, dass durch unsere Lebensweise wir für viele Umweltprobleme in ärmeren Ländern verantwortlich sind, oder es mich beunruhigt, darüber nachzudenken, wie wahrscheinlich meine Enkelkinder und Kinder mal leben müssen. Ja, also auch hier 3/4 bis, 9/10 oder 86/100 Zustimmungsraten, also extrem starkes Bewusstsein. Und auch hier nochmal, das ist nicht nur in Deutschland, auch im Eurobarometer, finden wir sowas wie wichtig ist Umweltschutz für Sie persönlich über jedes Land hinweg, eben eine extrem hohe Zustimmung. Und das sind jetzt auch alles Zahlen, Sie haben es vielleicht gesehen, ne? Hier 2008, 2014, das ist nicht erst seit Fridays for Future oder seit dem Hitzesommer 2019 oder 2018 so, das ist schon relativ lange so, dass es da ein starkes Bewusstsein gibt. Tja, aber obwohl das so ist, agieren wir nicht entsprechend. Ja? Scheinbar gibt es da eine Reihe von Verhaltensweisen, von Lebensstilentscheidungen, die uns da möglicherweise abhalten zu agieren. Ja, das ist eines meiner Lieblingsmemes, benutze ich auch in jeder Vorlesung. Wir haben den Klimawandel und trotzdem finden wir es halt irgendwie attraktiv, nach Mallorca zu fliegen. Ja? Oder ein neues MacBook zu kaufen, das ist ja ganz spannend. Wenn Sie mal Langeweile haben, schauen Sie mal bei Apple, die haben einen Umweltbericht. Ja? Und das muss man mal sagen, der ist wirklich sehr ausführlich, und wenn man da mal sieht, was eben die Hersteller als MacBooks oder iMacs an Ressourcen verbraucht, dann überlegt man sich das vielleicht, ob man davon jedes Jahr ein neues Gerät braucht. Oder auch der schicke Bulli, ja, wird ja gerne als SUV für die Ökos bezeichnet. Auch das ist ja, was Ressourcen angeht, was Energieverbrauch, was Platzbedarf in der Stadt zum Beispiel angeht, immens. Oder auch das Einfamilienhaus mit Steingarten und gepflasterter Einfahrt. Ja, auch das ist ja was scheinbar so attraktiv ist, dass dann sowas wie Klimawandel oder auch Biodiversitätserhalt nicht so wichtig gesehen wird. Okay, so viel erstmal dazu. Ja, das ist ein ganz kurzer, grober Überblick, sehr selektiv, gebe ich zu. Die Kernfrage, die jetzt für mich eben spannend ist oder für uns auch als Umweltpsychologinnen, die zu diesen Themen forschen, warum? Warum fällt es uns so schwer? Also was ist das Problem? Ja, wir wissen, was los ist, wir wissen, was zu tun ist, aber trotzdem kriegen wir das nicht gebacken. Und da würde ich jetzt gerne mal so auch selektiv, ja, ich könnte wahrscheinlich 2 Stunden hier reden oder 3, weiß ich nicht, aber mal so ein paar Beispiele aus der psychologischen Forschung, die so ein bisschen Erklärungsansätze liefern. Und die habe ich jetzt hier schon mal abgebildet, ich würde zu jedem kurz ein paar Worte sagen. Ja, fangen wir mit dem ersten Mal an, das ist auch das, was oft diskutiert wird, das mit der Klimakrise, das sei nicht sichtbar, beziehungsweise so weit weg oder so abstrakt. Ja. Das ist ein Argument, was lange Zeit kam.
Und es gibt auch Forschung dazu, die eben zeigt, dass wegen so einer großen Distanz oder weil irgendwas so abstrakt ist, wir auch nicht so ein richtiges Risiko wahrnehmen, ja, oder halt ein Risiko nicht allzu stark wahrnehmen. Ja. Und das heißt, da gibt es vielleicht andere Herausforderungen, ja, ob ich jetzt einen günstigen Flug irgendwo hinkriege, vielleicht wichtiger als wirklich sowas völlig Abstraktes. Aber gleichzeitig finden wir jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr Forschung, die zeigt, dass wir auf dass wir auf Veränderungen in der Umwelt reagieren. Das heißt also, wenn wir irgendwie was darüber lesen, etwas darüber erfahren, dass sich was ändert, dann reagieren wir auch darauf. Das lässt uns nicht kalt. Wir haben zum Beispiel in der Pfalz, also Landau ist ja in der Pfalz, also Südwestdeutschland, also Landau zwischen Karlsruhe und Frankreich quasi, da haben wir eine Studie gemacht im Pfälzer Wald, wunderschöne, wunderschöne Landschaft, viele kleine Dörfer, und haben da mal die Leute gebeten, sich mal Satellitenbildveränderungen anzuschauen. Ja, wir sind also mit dem Tablet in den Pfälzer Wald, ja, hier, das ist so irgendwo die südliche Weidenstraße und hier ist dann der Wald, in die Dörfer gegangen mit dem Tablet und haben Leuten eben so Bildveränderungen gezeigt. Ja, das ist ein Beispiel, da sieht man zwischen Frühling 2018 und Sommer 2018 nicht wirklich einen Unterschied. Die andere Hälfte der Versuchsteilnehmer hat diese Veränderung gesehen, das ist ein anderer Teil von der Pfalz, Frühling 18 und Sommer 18, im Sommer sehr vertrocknet alles. Und dann haben wir gemessen, ja, emotionale Reaktionen. Da zeigt sich, dass eben Menschen, die diese Veränderung gesehen haben, im Vergleich zu Menschen, die diese Veränderung gesehen haben, eben mit sehr viel, ja, sehr viel negativen Emotionen, mit Schuld, mit, ja, auch mit Ärger, auch ein bisschen mit Trauer eben stärker reagieren als Menschen, die so eine Veränderung gesehen haben. Diese Emotionalreaktion, die hat sich in unserer Studie jetzt nicht übersetzt in wirklich Verhaltensänderungen, aber es ist ein schöner Indikator dafür, dass die Veränderungen uns nicht kalt lassen. Ja. Ist allerdings nicht so leicht, das im Alltag dann auch irgendwie zu begreifen. Ja, diesen Sommer, Hitzerekord in Kanada, 47 Grad, was wird gezeigt? Ein Strandurlaub. Ja, oder irgendwie, die Leute haben Spaß, sind am Strand, am Wasser. Das ist nicht das, was passiert, wenn wir 47 Grad erleben. Ja, das können ein paar Leute machen, die können dann vielleicht sich abkühlen, aber solange viele Medien sowas wie 48 Grad Temperatur mit einem Strandaufenthalt oder mit, wir machen hier ein bisschen Urlaub, ja, bebildern, da wird es schwer, wirklich auch eine Bewusstseinsänderung ja, zu erreichen. Okay, zweiter Punkt. Konsequenzen des individuellen Handelns sind nicht sichtbar. Ja, ich glaube, das ist das, was jeder hier im Raum vielleicht kennt. Ja, warum soll ich denn jetzt auf meinen Flug nach X verzichten? Der Flieger hebt doch eh ab. Warum soll ich denn vegan leben? Das bringt doch überhaupt nichts, wenn alle anderen Leute jeden Tag Fleisch essen und so weiter und so fort. Also dieses Argument der Verantwortungsabschiebung kann man es auch nennen. Das ist total nachvollziehbar, weil bei sowas wie der Klimakrise, da können wir eigentlich kaum uns selbstwirksam fühlen. Ja, ich muss jederzeit handeln, ohne dass ich dafür Feedback kriege. Ich bin seit 20 Jahren Vegetarier. Ich sehe ja nicht, dass dadurch irgendwie weniger Tiere sterben, dass dadurch weniger Anbaufläche für Tiernahrung entsteht oder weniger Methan ausgestoßen wird oder was auch immer. Das heißt, ich muss meine Motivation da irgendwie aufrechterhalten, ohne dass ich da eine Info habe. Und das kann bei vielen Menschen sehr schnell zu Ohnmacht führen. Und eine Möglichkeit, das zu überwinden, ist tatsächlich dieses Gefühl individueller Wirksamkeit auf so eine kollektive Ebene zu bringen, also ein Gefühl von kollektiver Wirksamkeit zu erschaffen. Da komme ich dann gleich noch drauf. Genau, ziemlich dicht da dran ist eben dieses Thema sozialer Normen. Ja, also ich habe es ja eben schon mal gesagt, ja, was kann ich denn da tun? Wenn andere nicht mitziehen, dann bringt es doch eh nichts. Das heißt also, ich richte mich bei vielen meiner Verhaltensweisen, wir sind sehr soziale Wesen, doch sehr dann an das, was Menschen um mich herum tun. Ob es meine Freunde sind, meine Familie, meine Nachbarn. Wenn in meiner Nachbarschaft jetzt alle plötzlich ein sehr großes Auto haben, dann denke ich vielleicht, ja, vielleicht ist es sinnvoll, dann hätte ich das vielleicht auch gerne. Ja, oder wenn meine gesamten Peers, meine gesamten Freunde aus meiner Seminargruppe nach Thailand in Urlaub fliegen, vielleicht will ich dann nicht unbedingt im Harz einen Wanderurlaub machen. Ja, also das sind so diese sozialen Normen, also das, was quasi um uns herum passiert, das beeinflusst uns auch sehr viel mehr, als wir das wahrhaben wollen. Ja, es gibt sehr schöne Studien, die etwa zeigen, dass Menschen sehr stark davon beeinflusst sind. Das war in den USA, da haben sie eine Studie durchgeführt in einer Nachbarschaft, da ging es um Stromsparen und da haben sie vorher und hinterher von der Intervention gemessen, was so der Stromverbrauch war und am Ende zeigte sich, dass vor allem die Menschen Strom und Energie gespart haben, die wussten, dass ihre Nachbarn das auch machen. Ja, und wenn sie dann aber gefragt wurden, warum haben sie denn Strom gespart, dann war das, was die Nachbarn getan haben, überhaupt nicht relevant, ja, weil wir ja alle so schön individuell sind. Naja,
Vierter Punkt, und jetzt kommen wir auch schon an die Stelle, wo die Psychologie so langsam dann merkt, beziehungsweise an die Grenzen des individuellen Verhaltens kommt, nämlich, dass wir letzten Endes unser Verhalten eine Funktion von einem Gesellschaftssystem ist. Ja? Also ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, wir agieren ja nicht in einem Vakuum, ja, wo ich irgendwie eine positive Einstellung habe, und sobald ich eine positive Einstellung habe, verhalte ich mich auch in die Richtung. Das kennt auch jeder Raucher, ja? Kann man ja noch so blöd finden mit dem Rauchen, man macht es dann trotzdem, ja? Vielleicht gerade mit Freunden im Pub oder nach dem Essen oder nach anderen Tätigkeiten. Und die Sache ist nämlich die, dass wir in einem System, in einem Gesellschaftssystem tatsächlich erleben, was Konsum belohnt. Ja? Und Konsum, mit Konsum meine ich hier ganz bewusst den Konsum, den wir nun mal im Alltag haben, nämlich Konsum, der Ressourcen verbraucht. Ja? Also in Bezug auf die Herstellung von Lebensmitteln, in Bezug auf die Herstellung von Konsumgütern, in Bezug auf Mobilität etc. pp. Und unser System, wie gesagt, das ist so aufgebaut, dass es diesen Konsum belohnt. Ja, das fängt damit an, dass man zum Beispiel eine Pendlerpauschale hat und Menschen belohnt werden, die eine lange Strecke zur Arbeit fahren. Es geht weiter damit, dass wir, dass wir einen Minister haben, der letztes Jahr gesagt hat, was war es vor Weihnachten? Konsum ist eine patriotische Aufgabe. Ja, also das heißt, wir haben quasi so ein Narrativ, dass Konsum was Gutes ist und alle das tun sollten. Ja, und eben nicht das, was wir eigentlich bräuchten, nämlich irgendwie narratives, umweltgerechtes Handeln vereinfacht. Und vorhin hattest du oder hatten Sie auch schon gesagt, ich glaube, dass der Begriff Verzicht kam, ne? Also dass irgendwie ja bestimmt irgendwelche Sachen halt Verzicht bedeuten. Ja, auch da möchte ich eine Lanze brechen, dass wir da vielleicht einfach mal anders drüber reden möchten. Aber da komme ich auch gleich zu. Genau. Und letzten Endes, das ist eben der Punkt, wo ich auch glaube, dass wir natürlich nicht den Fehler machen dürfen, jegliche Verantwortung wirklich aufs Individuum zu legen. Ja, der Vortrag hier ist heute aus einer individuellen Perspektive. Ich bin Psychologe, mich interessiert, was Menschen so tun, bla bla bla. Aber wir sind ja nun mal nicht nur Individuen, wir sind soziale Wesen. Ja, und wir sind eben sehr stark geprägt dadurch, was um uns herum passiert. Ja, und unter anderem auch, was Industrie, was Politik, was Werbung macht. Vielleicht, das ist immer meine Lieblingsanekdote, ich weiß nicht, ob der ein oder andere von Ihnen Listerin kennt, das ist ja so ein Mundwasser, weiß jemand, was das war, bevor es ein Mundwasser wurde? Es war ein Kloreiniger. Und dieses Mittel, Listerin, das wurde dann von der Firma irgendwann beworben. Die hatten irgendwie gedacht, ja, wir brauchen neue Märkte, neue Umsatzstrategien, neue Ideen. Und dann kam jemand, ich weiß nicht wie, aber auf die Idee, lass uns das doch als Mundwasser nutzen. Und haben die sich diese geniale Werbung ausgedacht mit dem Spruch, offene Bridesmaid, never a bride. Hintergrund, man wird sein Leben lang eine Brautjungfer sein, wenn man nicht guten Atem hat und damit einen Mann überzeugt, dann geheiratet zu werden. Ja? Und das ist ja quasi letzten Endes das, was eben Marketing auch macht. Ja, es ist wie mit einem Smartphone, hat vermutlich jeder in der Tasche. Da wurde auch ein Bedürfnis geweckt, was wir, glaube ich, vor 15 oder 20 Jahren nicht hatten. Ja, und da geht es überhaupt nicht darum, das zu bashen oder so. Ja? Es geht nur darum, auch zu verstehen, dass wir eben einzelne Verhaltensweisen auch deswegen tun, weil sie auch in einem System, in der Gesellschaft verfügbar sind. Ja, und das folgt dann auch zu meinem letzten Punkt, der dann eben sehr stark auf diese Kommunikationsebene auch geht, nämlich diese, ich habe es mal irreführende Narrative genannt. Ja, und da gibt es eine Reihe. Und da gibt es, glaube ich, welche, mit der Sie und ich jeden Tag konfrontiert werden. Fangen wir mal damit an, dass wir Klimawandel weiterhin als Klimawandel bezeichnen und nicht als Klimakrise. Ja, man kann natürlich ganz streng sein und sagen, naja, aber Wandel ist ja nochmal was anderes als die Krise. Krise ist die Konsequenz, Wandel ist das, was passiert, meinetwegen. Aber in den USA hat es zum Beispiel ein konservativer Think Tank, ich glaube um die Jahrtausendwende geschafft, den Begriff Global Warming aus der Sprache eigentlich rauszupressen und das Ganze Climate Change zu nennen. Ja, könnte man sagen, wo ist das Problem? Na, das Problem ist, dass Climate Change, Change ist doch gut, es wandelt, das klingt doch irgendwie so positiv. Global Warming, das ist vielleicht, Warming ist doch irgendwie bedrohlich. Ja? Und das zeigt sich auch in Studien. Ne? Eine Kollegin aus England hat es vor ein paar Jahren mal gezeigt, dass wenn Versuchsteilnehmer einen Beitrag lesen und da steht die ganze Zeit irgendwie Global Warming, dann wird quasi diese Klimaveränderung sehr viel stärker anthropogen, also durch den Mensch verursacht, wahrgenommen, als wenn in dem gleichen Bericht immer von Climate Change die Rede ist. Ja? Also die Sprache, die prägt uns da sehr. Genauso der individuelle Fußabdruck statt systemischer Lösung. Ja, es ist ein ganz, ganz großes Problem, dass wir immer wieder von verschiedenen Seiten gesagt kriegen, ja, du als individueller Bürger, es ist ja deine Pflicht, klimaschonend zu sein. Da würde ich sagen, ja, natürlich ist es unsere Pflicht, aber es ist nicht nur unsere Verantwortung. Ja, dieser individuelle Fußabdruck hat vielleicht jeder von Ihnen auch schon mal gemacht. Selbst wenn man überall eine Null oder was auch immer eintippt, man hat immer noch einen Fußabdruck von 6 bis 7 Tonnen. Das ist etwa das Dreifache von dem, was laut Klimawissenschaftlern tragbar ist bei 7,5 Milliarden Menschen.
Ist dann vielleicht auch nicht so überraschend, dass BP, British Petroleum, kennt sicherlich auch die eine oder andere Person, mit einem 250 Millionen Dollar Kampagne diese Idee des CO2-Fußabdrucks überhaupt erst richtig bekannt gemacht hat. Ja, warum? Man könnte vermuten, um von systemischen Lösungen abzulenken. Genau, Wirtschaftswachstum gleich Wohlbefinden, da schrillen immer bei vielen die Alarmglocken. Ja, will der Herr Rees jetzt den Kommunismus einführen? Nein, will ich nicht. Ich will nur sagen, dass Wirtschaftswachstum in einem Land wie Deutschland überhaupt nicht mehr mit Wohlbefinden korreliert, also nicht zusammenhängt. Ja, es gibt Studien, die zeigen, dass in Ländern, die nicht so einen krassen Entwicklungsstand, wie auch immer man das definieren möchte, haben, es einen Zusammenhang gibt zwischen Wirtschaftswachstum und Wohlbefinden in einem, sagen wir mal, wirtschaftlich gesättigten Land wie Deutschland und auch vielen anderen, da gibt es diesen Zusammenhang nicht mehr. Da ist nicht ein gesteigertes Wirtschaftswachstum in irgendeiner Form zusammenhängt mit irgendwelchen Wohlbefindensindikatoren. Und Verzicht gleich Einschränkungen, da haben wir es schon. Warum machen wir das? Ja, warum machen wir das als Wissenschaftler? Warum machen wir das in den Medien? Warum wird Klimaschutz immer mit Verzicht oder mit Einschränkung wahrgenommen, anstatt zum Beispiel, das ein Beispiel zu sagen, nee, Klimaschutz ist Solidarität. Ja? Solidarität mit anderen, Solidarität mit dem Planeten, Solidarität mit zukünftigen Generationen. Und auch Verzicht, es muss ja nicht Verzicht sein. Ja? Also auch, es gibt viele Verhaltensweisen. Ich weiß nicht, wer mal mit dem Nachtzug gereist ist. Das hat einen sehr rustikalen Charme, je nachdem, welche Strecke man erwischt und welche Waggons. Aber nichtsdestotrotz kann das was sein, was ein sehr viel schöneres, stärkeres, intensiveres Erlebnis ist, als in 2 Stunden irgendwo hinzufliegen. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht Werbung für die ÖBB machen. Die Deutsche Bahn hat ja ihre Nachtzüge aufgegeben vor einiger Zeit. Aber das nur am Rande. Ich habe gar nicht geguckt, wie lange ich schon rede. Hast du das im Blick ein bisschen? 25 Minuten. Habe ich noch oder muss ich noch? Habe ich schon. Okay. Ich bin ja auch fast in der Mitte. Nein. Und vielleicht noch das Narrativ, was mich wirklich immer triggert, also diese Technologie rettet uns. Ja? Haben wir auch im Wahlkampf wieder erlebt, wir brauchen die technischen Lösungen. Das wird nicht passieren. Ja? Es gibt eine wunderbare Grafik, ich habe sie leider nicht dabei, die habe ich letztens erst gesehen, ja? Von der Flugindustrie. Ja? Die hat alle paar Jahre, sagt sie mal vorher, in welchem Jahr, und das ist meistens so ziemlich viele Jahre entfernt, wie viel Prozent des Kerosins ökologisch oder irgendein synthetischer ökologischer Kraftstoff sein soll. Ja? Und in dieser Grafik sieht man sehr schön, das ist quasi so diese, wird quasi alle paar Jahre gesagt, ja, in 5 bis 10 Jahren sind so und so viel Prozent, es werden immer mehr Prozent über die Jahre. Und tatsächlich der Anteil an ökologischem Kerosin, der bleibt halt quasi hier. Ja? Also wir haben quasi so eine Erzählung, dass Technologie uns in der Zukunft retten würde. Was passiert einfach nicht seit Jahren? Es passiert einfach nicht. Und deswegen wäre ich ganz vorsichtig, wenn man sowas gesagt bekommt wie, ja, EasyJet wird 2025 mit einem Elektrojet abheben. Also auf sowas würde ich wirklich nicht vertrauen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass das passiert. Auch sowas wie Effizienz bei Motoren. Ja? Also man kann ja wirklich sagen, Motoren von Autos, die sind wirklich irre effizient. Ja? Also das ist unfassbar. Nur es bringt ja nichts, ja? Wenn die jetzt eben 2,5 Tonnen durch die Gegend karren anstatt 1,5 Tonnen. Ja? Also da wird quasi das, was an Technologiegewinn, an Effizienzgewinn kommt, wird aufgefressen dadurch, dass wir nicht richtig damit umgehen können. Es wird LED-Leuchten, ja? Wenn die 5-mal so lange brennen und mal 5-mal so viele hat wie vorher eine Glühbirne, dann bringt es überhaupt nichts. Oder auch ein Röhrenfernseher, der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch. Irre Stromverbrauch, LED-Fernseher sind viel stromsparender, nur jetzt, wenn man mal überlegt, vor 20 Jahren, wie viele Röhrenmonitore oder Fernseher hatte man in der Wohnung, wie viele LED-Bildschirme in Form von Tablets, Smartphones, Fernseher, Monitoren hat man heute. Also das, was wir an Technologie-Effizienzgewinn zum Beispiel hätten, das wird eben aufgefressen durch unser Verhalten. Genau, Klimaschutz ist so teuer, ist auch noch so ein schönes Narrativ und Berlin ist nicht Bullabü, das hat in Berlin die Franziska Giffey vor einiger Zeit gesagt, vor dem Hintergrund, ja, ohne Autos in Berlin, das würde doch gar nicht gehen. Vielleicht noch kurz, ganz kurz zu dem Kostenpunkt. ADAC ist ja jetzt nicht unbedingt verdächtig, besonders klimaschonend zu agieren. Hat mal ausgerechnet, was es kostet, pro Monat ein Auto zu fahren. So Mittelklassewagen wie ein Skoda Octavia, 530 Euro im Monat. Das lässt mich hellhörig werden, wenn ich zum Beispiel darauf hinweise, dass ich eine Bankart 100 habe und dann Leute sagen, ja, das muss man sich erst mal leisten können. Ja, also das Klimaschutz oder klimaschonend sich zu verhalten, teurer ist. Das lässt sich mit vielen, vielen Beispielen widerlegen. Auch, dass Klimaschutz nicht bezahlbar ist. Ja, das sind 50 Milliarden Euro Investitionen in klimaschädigende Subventionen. Ja, das Geld ist ja da, nur es müsste halt woanders hin. Berlin ist nicht Bullabü, das ist Amsterdam 1970, eine Straße, das ist dieselbe... Oh, Mist.
Das ist dieselbe Straße dahinter, scheiße, jetzt sieht man es nicht mehr, Entschuldigung, wo die Leute durch den Dings flanieren. Und auch dieses Narrativ, dass wir ja als Deutschland nur 2% Verantwortung haben, weil wir nur 2% des globalen CO2-Ausstoßes haben. Das ist auch Quatsch, wenn Ihnen das nochmal jemand sagt, hauen Sie ihm diese Grafik um die Ohren. Deutschland ist von den historischen Emissionen auf Platz 4 von allen Ländern der Welt. Und wenn man das mal noch runterbricht auf pro Person, ist Deutschland auf Platz 6 der Länder, die am meisten CO2 über die letzten 160 Jahre emittiert haben. Also nichts mit nur 2%. Wir haben eine extrem starke Verantwortung. So, um es jetzt so schnell mal zum Ende zu bringen. Wir haben in der Studie mal Expertinnen und Experten gefragt, was denn so die Wege sind hin zu so einer Transformation. Und neben diesen ganzen Hemmnissen, die ich jetzt also benannt habe, viele davon, wird hier eben argumentiert, dass ein zentraler Aspekt eben sein soll, dass wir wegkommen müssen, wirklich von dieser du als Individuum kannst das schaffen, sondern dass wir es auf so eine kollektive Ebene bringen und damit so kollektives Handeln als einen Schlüssel begreifen. Ja, kollektives Handeln, ob das eine Fridays for Future Demo ist oder ein Wir sind das Volk Demo in Dresden, in Leipzig in den Ende 80er oder auch auf dem Tahrirplatz, der Arabische Frühling. Kollektives Handeln, also kollektiv zusammen agieren, das ist das, was wirklich Veränderungen bringen kann. Und aus so einer schönen sozialpsychologischen Theorie, der Theorie der Sozialidentität, sollte es eben so sein, dass je stärker wir uns mit einer bestimmten Gruppe, mit einer Bewegung identifizieren, also je wichtiger diese Gruppe für unser Selbst wird, umso eher sollten wir uns wirklich für die Ziele dieser Gruppe einsetzen. Und das haben wir mal in einem Modell in Bezug auf Umweltschutz, Umweltschutzverhalten mal so ein bisschen systematisiert. Will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, nur der einige wichtige Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte, war, dass eben dieser Aspekt kollektiver Wirksamkeit, also dieses Gefühl, dass wir als Gruppe, wir als Gesellschaft, wir als Gemeinschaft, wir als Nachbarschaft wirklich was verändern können. Das ist natürlich sehr, sehr viel motivierender, weil man auch sehr besser kumulative Ergebnisse sehen würde, als wenn ich irgendwie selber alleine individuell da irgendwie rangehe. Genau, so und jetzt letzter Punkt für den Moment und ich glaube, dann haben wir hoffentlich auch noch ein bisschen Zeit zu diskutieren. Wenn wir uns eben sowas anschauen wie eine globale Klimakrise, ist es dann eigentlich nicht notwendig, auch vielleicht mental uns so ein bisschen zu globalisieren, also quasi sowas auf so eine globalere Ebene zu bringen, so ein Global Concern, so eine globale Sorge, ein globales Bewusstsein zu verstehen und vielleicht zu fördern. Und da gibt es Forschung zu, die genau das zeigt, dass das passieren kann. Ja, das ist Forschung zu dem Begriff globale Identität oder vielleicht kennt es auch jemand als Global Citizenship, dass quasi das Argument ist, dass wir uns eigentlich ja auch auf so einer Ebene ja, der gesamten Menschheit identifizieren könnten. Also, dass wir die gesamte Menschheit so als unsere eigene Gruppe sehen und dadurch auch im Sinne der gesamten Menschheit handeln wollen. Und genau nach dieser Theorie der sozialen Identität sollte das genauso sein. Ja, also Natur- und Umweltschutz wäre ja Verhalten, was langfristig und mittelfristig unsere, die Menschheit quasi erhalten kann. Und je stärker ich mich eben auf dieser Ebene identifiziere, umso eher sollte ich auch bereit sein, entsprechend zu agieren, etwa klimaschonend. Und genau, da gibt es eine Reihe von Studien zu. Ich werde jetzt nicht alle im Detail erwähnen, vielleicht nur ganz kurz die. Die hatte ich mal zusammen mit einer Studentin damals noch in Jena gemacht, die sagte, ja, sie findet es ja nett mit dieser globalen Identität, aber es ist doch blöd, wenn die Leute nur irgendwie Sachen ankreuzen. Das ist ja kein echtes Verhalten. Und dann haben wir Versuchsteilnehmer ins Labor geholt. Die sollten einen Fragebogen ausfüllen, mit dem wir diese globale Identität gemessen haben. Und am Ende, nachdem die Studie vorbei war, konnten sie sich entscheiden, ob sie einen fairen Schokoriegel oder einen konventionellen Schokoriegel haben wollen. Ja, was hat das jetzt irgendwie damit zu tun? Naja, wenn man sich für einen fairen Schokoriegel entscheidet, dann würde man quasi eine Entscheidung treffen für, ja, was fair gehandelt ist, was ethisch korrekt ist, aber letzten Endes für sich selbst nur die Hälfte, nämlich 45 Gramm, der Schokolade einsacken. Ja, und was wir tatsächlich gefunden haben, und die waren geschmacklich gematcht, ja, also war jetzt nicht so, dass der faire Schokoriegel irgendwie Quinoa, Limette, Avocado war und der konventionelle Vollmilch, die waren wirklich geschmacklich ganz nah beieinander. Je eher Menschen angegeben haben, dass sie sich auf so einer globalen Ebene identifizieren, umso eher waren sie auch bereit, diesen fairen Schokoriegel zu nehmen, ja, weil durch diese globale Identität eben auch ein stärkeres Gefühl von globaler Gerechtigkeit auftauchte. Ja, und das war, wie gesagt, eine kleine Studie an der Uni. Wir finden ähnliche Prozesse auch in über 60 Länder hinweg in dieser World Value Survey, über viele Länder hinweg diese Prozesse, Menschen, die sich stark identifizieren auf dieser globalen Ebene, die sind auch eher Mitglied in einer Umwelt-NGO, die sind eher bereit, höhere Steuern für Umweltbelange zu zahlen, spenden eher oder gehen eher auf Demos. Ähnliches gibt es auch von einer Kollegin aus Gießen in Bezug auf Kleidungskonsum, also Menschen mit einer starken globalen Identität sind auch eher bereit,
Secondhand-Kleidung zu kaufen oder auch auf Kleidungseinkauf zu verzichten. Das findet sich auch auf Twitter. Wir haben da so eine Twitter-Analyse gemacht, wo auch eben Leute, die diesen Hashtag Global Citizen verwenden, eben vor allem Menschen sind, die dann auch diese Themen wie globale Gerechtigkeit, Klimaschutz etc. verbreiten. Genau. Jetzt kommt wirklich der letzte Punkt, ich verspreche es. Nicht die letzte Folie, aber der letzte Punkt. Das heißt jetzt nicht, dass diese globale Identität so der einzige Schlüssel ist. Ja, die Idee dahinter ist, dass das helfen kann, vielleicht so ein Global Concern, so eine globale Sorge zu stimulieren. Aber wir können natürlich auch auf regionaler Ebene Anstrengungen hin zum Klimaschutz unternehmen. Es kann zum Beispiel total motivierend sein, sich mit einer Stadt zu identifizieren, die sich auf die Fahne geschrieben hat, wir als Stadt X wollen eine innovative, klimaneutrale Stadt werden oder was auch immer. Ja, also es gibt viele Wege, die nach Glasgow oder Paris zuletzt führen. Genau, und als Individuen, wie gesagt, ich hoffe, ich habe klar gemacht, dass es natürlich, dass jeder von uns einen Beitrag zu leisten hat, ja, aber dass wir nicht mit dem Finger auf Leute jetzt irgendwie zeigen müssen, um zu sagen, ja, du machst das und das und das falsch oder so, das wird nicht viel bringen. Aber wenn Sie wirklich noch auch hier den Raum dann verlassen wollen mit einer Idee, was kann ich denn tun, was wirklich einen Impact hat, empfehle ich Ihnen diese Grafik mal anzuschauen. Ja, also das Einfachste, was man machen kann, ohne auf irgendeine politische Entscheidung zu warten, ist, sich weitestgehend pflanzenbasiert zu ernähren. Das ist quasi das individuelle Verhalten, mit dem man am stärksten dazu beitragen kann, dass Ressourcen geschont werden, überhaupt nicht zu fliegen bzw. ohne Auto zu leben. Das sind die Sachen, die halt eine extrem große Rolle spielen. Genau, und das kann man auf verschiedene Arten und Weisen erreichen. Da können wir vielleicht noch drüber sprechen, wenn Sie das überhaupt interessiert. Ich denke an der Stelle, würde ich erstmal sagen, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Entschuldigung, dass ich ein paar Minuten überzogen habe. Ja, auch herzlich willkommen von mir und vielen Dank zunächst einmal, Herr Dr. Finke, für die sehr freundliche Vorstellung. Ich möchte anschließend an den Vortrag von Herrn Professor Rehse einmal aus juristischer Perspektive einen Blick auf das heutige Thema werfen. Im Großen und Ganzen wissen wir also, was zu tun ist. Wir wissen, dass wir einen Systemwandel einleiten müssen, dass wir zur Dekarbonisierung in allen Sektoren fortschreiten müssen. Wir wissen auch, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen müssen. Und wir wissen spätestens seit heute Abend, angesichts des Treibhausgasbudgets und des 2-Grad-Ziels, müssen wir wohl auch unser Verhalten in einigen Aspekten ändern. Wir müssen nachhaltige Konsummuster übernehmen, eventuell auch Emissionen kompensieren. Allerdings, und das hat Herr Rehse ja auch festgestellt, das können wir auch jeden Tag in der Zeitung lesen, tun wir das nicht, jedenfalls nicht im erforderlichen Maße. Und warum nicht? Da fasse ich jetzt einfach mal sehr vereinfachend zusammen. Gesellschaftlich-soziale Normen halten uns gewissermaßen im klimaschädlichen Status quo fest. Mit dem Recht, also dem normativen Rahmen, mit dem wir JuristInnen uns befassen, ist das im Grunde genommen ganz ähnlich. Denn rechtliche Instrumente für mehr Klimaschutz, an denen fehlt es im Grunde genommen nicht. Sie sind aber vielfach zu wenig effektiv und zu einem nicht ganz unerheblichen Teil begünstigen sie sogar fossil geprägtes Wirtschaften. Denken wir nur an die Subventionsgewährungen beispielsweise auch für die fossile Industrie. Und diese Subventionen beispielsweise begünstigen das, was dann in der Policy-Forschung als Carbon Lock-in bezeichnet wird. Also sie behindern die Transformation zu einer erneuerbaren, zu einer grünen Energieversorgung und größer noch zu einem grünen Wirtschaften. Auch mit Blick auf das Recht sehen wir also eine ganz erhebliche Schere zwischen Ambition einerseits, zum Beispiel in den Klimaschutzgesetzen des Bundes und der Länder, und auch dem völkerrechtlichen Vertrag, dem Paris-Übereinkommen, und der Zielerreichung andererseits. Ganz ähnlich wie die Umweltpsychologie stehen wir als JuristInnen vor der Frage, welche Hebel, in unserem Fall natürlich rechtliche Hebel vor allem, wir für die erforderliche Transformation nutzen können. Und ganz grundlegend können wir da an zwei unterschiedliche Ansatzpunkte denken. Einerseits kann man Potenzial im bestehenden Recht nutzen, das Recht also insbesondere zum Beispiel durch die Verwaltung oder durch Gerichtsverfahren mobilisieren. Zweitens besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit, das Recht zu ändern, also insbesondere auch neues Recht zu schaffen. Und auf die beiden Aspekte möchte ich hier in der Kürze der Zeit einmal eingehen. Zunächst, wenn wir uns über das Potenzial zur Mobilisierung bestehenden Rechts Gedanken machen, dann führt uns das zur Frage auch, inwieweit beispielsweise Klimaklagen in Deutschland erfolgsversprechend erscheinen.
Und wenn kollektivem Handeln und der Schaffung kollektiver Identitäten aus der umweltpsychologischen Sicht also so eine entscheidende Bedeutung, eine Schlüsselrolle zukommt, dann scheint hier ja auch die Möglichkeit für eine Symbiose zwischen Recht und Umweltpsychologie zu bestehen. Andererseits kann ich aus juristischer Sicht die bisweilen mit Klimaklagen verbundenen Hoffnungen, die auch in der letzten Veranstaltung zum Thema Klimaaktivismus schon aufgeschieden sind, nur sehr begrenzt teilen. Beispielsweise sehen wir das am Beschluss zum Klimaschutzgesetz durch das Bundesverfassungsgericht. Ich möchte das gar nicht kleinreden und der Gedanke intertemporaler Freiheitssicherung, den das Bundesverfassungsgericht da bemüht hat, der ist rechtsdogmatisch interessant, auch neu. Und sicherlich hat das schon eine Bedeutung auch für die Rechtsdogmatik, auch für die Rechtspraxis. Allerdings befindet sich auch dieser Beschluss auf Zielebene. Es geht also darum, wie sich der Gesetzgeber verpflichten muss zu mehr Klimaschutz. Es geht nicht um die Maßnahmenebene. Und gerade da ist es doch, wo wir die Schere sehen zwischen dem, was wir zu tun haben und zwischen dem, was wir tun. Wir sehen im Bundesverfassungsgericht einen massiven Judicial Self-Restraint. Das ist auch vielleicht nicht ganz schlecht, aber auf jeden Fall ein Hemmnis, das also uns dazu führen sollte, dass wir die Bedeutung des Ganzen jedenfalls auf der Maßnahmenebene nicht überschätzen sollten. Also auch wenn dieser Beschluss vielleicht das gesellschaftliche Bewusstsein für Klimaschutz, für die Dringlichkeit auch der Bekämpfung der Klimakrise schärft, sollten wir, meine ich, nicht davon ausgehen, dass nun das Bundesverfassungsgericht quasi schon das politische Versagen, was wir teilweise im Bereich Klimaschutzrecht sehen, dass das gewissermaßen schon heilen wird, mal davon abgesehen, dass das in der Verfassungsordnung so ja auch gar nicht vorgesehen ist. Aber auch unterhalb des verfassungsgerichtlichen Rechtsschutzes, also bei den Fachgerichten, ist das deutsche Recht weniger offen für Klimaklagen als andere Rechtsordnungen. Das kann zum Beispiel an den Erfordernissen an die Klagebefugnis liegen, Stichwort Schutznormtheorie, oder auch Anforderungen an Kausalitätsnachweise und so weiter. Es ist jedenfalls bei Erfolgsmeldungen aus anderen Ländern, also etwa in den Niederlanden in den Fällen Shell und Urgenda, jedenfalls aus juristischer Sicht etwas Vorsicht geboten, was die Übertragbarkeit dieser Entscheidung auf unsere deutsche Rechtsordnung betrifft. Wenn wir uns jetzt abgesehen von den Gerichten fragen, inwieweit die Verwaltung bestehendes Recht mobilisieren kann für besseren Klimaschutz, indem sie quasi Schrauben anzieht, zum Beispiel im Bereich des Emissionsschutzes statt des Immissionsschutzes, dann könnte man dann hier abendfüllend über ganz unterschiedliche Themen und Rechtsbereiche sprechen. Das können wir natürlich nicht tun. Ich möchte mich deshalb auf zwei ganz konkrete Beispiele beschränken, die aus meiner Perspektive in rechtlicher Hinsicht vielversprechend erscheinen. Zum Ersten ist die Gewährung von Subventionen und Fördermitteln. Wir haben das ja auch gesehen, da besteht also ein massiver Zufluss auch zu fossilen Wirtschaften, hauptsächlich durch die Verwaltung geprägt. Und hier wäre es zum Beispiel möglich, auch Mittelzuweisungen von Klimaschutzanforderungen abhängig zu machen. Zweitens kann auch die öffentliche Beschaffung beispielsweise als Hebel für die Einsparung von Emissionen genutzt werden und auch zur Innovationsförderung. Im zugehörigen rechtlichen Rahmen, beispielsweise dem Vergaberecht, sind also rechtliche Möglichkeiten zu dieser Berücksichtigung in sehr großem Umfang vorhanden, dass sie nicht ausgeschöpft werden, jedenfalls nicht in dem Maße, wie das gesetzlich vorgesehen ist. Das steht wiederum auf einem anderen Blatt. Und schließlich freier als die gesetzesgebundene Judikative und die Exekutive bei der Anwendung bestehenden Rechts ist dann der Gesetzgeber, also die Legislative bei der Gestaltung neuen Rechts, bei der Einführung auch von neuen rechtlichen Instrumenten. Jedenfalls aus verfassungsrechtlicher Sicht. Auch wieder hier die politische Perspektive hemmt natürlich auch die Gestaltungsbefugnis, die Gestaltungsmöglichkeit vielleicht auch des Gesetzgebers. Also wenn der Gesetzgeber nun auch durchaus lenkend, verhaltenssteuernd tätig werden darf, stellt sich die Frage immer, mit welchen Mitteln dieser Steuerungserfolg eigentlich verfolgt werden soll. Man kann da zum Beispiel denken an die Verringerung des Endenergieverbrauchs im Gebäudesektor, ein sehr wichtiges Thema in den nächsten Jahren, diskutiert unter dem Stichwort der Wärmewende, oder auch zur Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene. Gerade im Umweltrecht, das ja quasi so ein Vorläufer mit des Klimaschutzrechts ist, besteht dazu eine breite Debatte zu ganz unterschiedlichen Steuerungsinstrumenten, die vom
klassischen Ordnungsrecht, also Geh- und Verboten, über ökonomische Anreize, andere Anreize bis hin zu staatlichem Informationshandeln, Planungselementen, kooperativen Instrumenten und so weiter reichen. Wenig überraschend geht es dann im Klimaschutzrecht am Ende darum, verschiedene Instrumente möglichst optimal zu kombinieren. Und hier möchte ich nun zum Schluss meines kleinen Vortrags den Bogen wieder zur Umweltpsychologie spannen und einmal die These aufstellen, dass gerade juristische Debatten und allen voran rechtspolitische Debatten, die wir als Juristin auch sehr gerne führen, von umweltpsychologischen Erkenntnissen stark profitieren könnten. Die Wirkmechanismen von rechtlichen Instrumenten liegen für uns JuristInnen nämlich regelmäßig im Dunkeln. Gerade also auch bei den im Klimaschutzrecht so zahlreichen Instrumenten, die sich nicht als oder Verbote darstellen, hängt der Erfolg aber ganz erheblich davon ab, wie die NormadressatInnen denn auf diese Instrumente reagieren. Das ist zum Beispiel der Fall bei Anreizen, gerade auch bei ökonomischen Anreizen, aber auch bei staatlichen Informationen, beispielsweise Aufforderungen zum Recycling und so weiter. Im Dialog also mit unter anderem, aber insbesondere auch UmweltpsychologInnen, können wir dann unsere Annahmen, die wir als JuristInnen implizit jedenfalls haben, über die Wirksamkeit solcher Maßnahmen auch überprüfen und gerade so auch unseren rechtspolitischen Forderungen am Ende möglicherweise Substanz verleihen. Und in diesem Sinne freue ich mich dann auch sehr auf die Diskussion und den Austausch mit Herrn Professor Rehse. Vielen Dank. Die sind also an. Perfekt. Ich habe sehr interessiert zugehört und meistens saß ich so da. Wenn ich mir überlegt habe, aus der Masse an Informationen, die wir heute bekommen haben, was an Erkenntnissen, die wir haben, wie lassen Sie dich übersetzen? Wie kommen die beiden Disziplinen ins Gespräch? Frau Barmer hat das ja im Grunde genommen schon angerissen. Und ich möchte mein Recht oder meine Position, so rum, meine Position als Moderator ein wenig missbrauchen, indem ich die ersten Fragen formuliere und Fragen stelle. Und ich versuche, dieselbe Frage an beide zu stellen, um zu gucken, wie wir dann sozusagen damit umgehen und tatsächlich auch in ein interdisziplinäres Gespräch kommen. Und in Ihrem Vortrag, Herr Rehse, hatten Sie ja den Begriff, also die Frage, wie wir Begriffe benutzen, dass wir eigentlich auch andere Begriffe nutzen können. Ich kenne das unter dem Stichwort des Framing, dass immer die Frage, wie man den Begriff benutzt, ganz entscheidend dafür ist, wie hinterher die Diskussion aussieht. Das gibt es in den juristischen Debatten auch. Und daher die Frage, ob wir nicht, ob Sie dem zustimmen würden und wie Sie das sehen aus juristischer Perspektive, ob wir nicht letztlich in der Art und Weise, und das ist eine sehr abstrakte Frage für den Einstieg, überlegen müssen, ob wir von diesem Narrativ der Vorstellung, dass Recht individuelle Freiheit ausschließlich schützt und fördert, das etwas einschränken müssen und stärker eine Zielfokussierung vornehmen müssen, dass es also darum geht, welche Ziele werden verfolgt, welche Ziele verfolgt ein Gesetzgeber, diese wirken dann freiheitseinschränkend, das läuft unserer Grundrechtsdogmatik komplett entgegen. Ich weiß, dass ich mich extrem angreifbar mache mit dieser Frage, weil sie Tür und Tor öffnet für Vorwürfe, ich würde der Diktatur das Wort reden, aber trotzdem in dem Moment, wo wir von systemischem Wandel reden, wo wir davon sprechen, dass es nicht nur das individuelle Verhalten ist, was wir ändern müssen, wir aber ja ganz stark eine Gesetzgebung sehen, die einerseits Konsum belohnt, andererseits aber versucht, den Einzelnen irgendwo in die Pflicht zu nehmen, ob man nicht dann sagen muss, okay, wir müssen doch wieder nicht nur mit verhaltenslenkenden Maßnahmen arbeiten, sondern möglicherweise eben mit Dingen, die doch irgendwo Richtung Fair und Gebot laufen. Und zwar je stärker wir sehen,
was tatsächlich an konkreten Gefahren da ist in der Klimakrise. Ich möchte hier an eine Diskussion erinnern, die ist primär für die Juristen von Relevanz. Es hat einen Aufschrei der Empörung vor 5 Jahren gegeben, als das Bundeskanzleramt, ich war damals noch im Wissenschaftsbetrieb, Experten für Nudging eingestellt hat. Nudging kommt aus der amerikanischen Verhaltensökonomie. Das heißt, man vereinbart oder man setzt Regeln, die den Einzelnen dazu bringen sollen, sein Verhalten zu ändern. Ein Beispiel aus dem UK dazu, aus dem Steuerrecht, ist, dass die Bereitschaft, die Steuern, die offenen zu zahlen, sehr viel höher ist, wenn man einen Brief schreibt, ach ja, übrigens 86% Ihrer Nachbarn haben ihre Steuern gezahlt. Das greift ja sehr in die Erkenntnisse, die Sie haben. Die Diskussion, die wir in der Rechtswissenschaft über Nudging geführt haben, war das Ende der Freiheit. Das Ende der individuellen Freiheit durch Nudging, weil wir jetzt ja irgendwie keine Kontrolle mehr haben. Und ich glaube sozusagen, dass meine Frage wäre, ob wir tatsächlich von diesem Narrativ als Juristen etwas weg müssen und ob Sie das aus umweltpsychologischer Perspektive unterstützen würden, damit wir tatsächlich auch anders über diese Themen nachdenken können und mögliche Konsequenzen, die das Ganze nach sich zieht. Ja, kann ich gerne anfangen. Ja, ich glaube, Framing und auch Nudging hat es eben schon immer gegeben. Und das hatte sicherlich vor 4, 5 Jahren mit dieser Nudging Gruppe sozusagen ein gewisses Momentum, auch in der öffentlichen Debatte. Ich habe aber das Gefühl, dass das Ganze sich so ein kleines bisschen wieder beruhigt hat. Und das halte ich eigentlich für sehr, sehr sinnvoll, denn wie Sie sagten, was dort teilweise diskutiert wird oder welchen Vorwürfen man sich da teilweise ausgesetzt sah, das finde ich doch schon erstaunlich. Und das war dann ja auch nicht mehr unbedingt an dem Rechtlichen orientiert, denn es ist ja keineswegs so, dass unser Grundgesetz uns unbeschränkte Freiheit am Ende gewährleistet, sondern es gibt Dinge, die sind Grundrechtseingriffe, das kann man dann auch nicht wegreden. Also wenn das vorgeschriebener Verzicht sozusagen ist, dann ist das ein Grundrechtseingriff. Da kann man sich auch, glaube ich, wenig drüber streiten. Aber das heißt ja nicht, dass es dafür auch eine Rechtfertigung geben kann. Und gerade jetzt in Zeiten, in denen die Bekämpfung des Klimawandels, der Klimakrise, würde ich eigentlich auch eher sagen, eben immer dringlicher, immer wichtiger wird, muss sich meines Erachtens da auf der Rechtfertigungsebene jedenfalls auch der Maßstab verändern. Und auch wenn manche Dinge immer auch Verzicht, vorgeschriebener Verzicht gibt und Verbote, Eingriffe bleiben werden, würde ich trotzdem sagen, dass man da eben den doch noch relativ viel dann auch am Ende rechtfertigen kann und da zumindest kein vorschnelles Urteil darüber fällen kann. Genau, das ist so ein bisschen, wenn das die Frage einigermaßen beantwortet, und vielleicht können Sie daran anknüpfen. Das kann ich probieren, das ist ja schon eine ziemlich krasse Frage für einen Einstieg. Also ich versuche mal, mich auf 3 Punkte zu konzentrieren. Ich fange auch mal hinten an bei dem Nudging. Finde ich total spannend, dass das so ein juristisches Thema quasi war, weil wenn ich mich mit Leuten über Nudging unterhalte und da sowas kommt wie, oh Gott, da werden wir ja manipuliert, da frage ich mich immer, und an den anderen Stellen stört das nicht, wenn wir manipuliert werden. Ja, wir werden ja tagtäglich genudged. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass Nudging irgendwas ist, was sich Klimawissenschaftler ausgedacht haben, um jetzt irgendwie für Klimaschutz zu sorgen. Ja, ich meine, wenn Sie in den Supermarkt gehen und Sie riechen am Eingang Brötchen, was ist denn das? Das ist auch ein Nudge. Ja, das ist so ein Hinstoßen in so eine Richtung, dass ich vielleicht dann doch noch ein Gebäckstück kaufe, nur mal so als ein Beispiel. Ja. Oder es gibt eine Studie aus der Psychologie, die mal sich angeschaut hat, unter welchen Bedingungen Menschen eher bereit sind, Ökostrom zu beziehen. Ja, und da gab es eben diese 2 Bedingungen. Ja, die eine Hälfte der Versuchspersonen hat gesagt bekommen, ja, sie haben den konventionellen Anbieter, Stadtwerke, und können wechseln zu Ökostrom, so wie es der Standard häufig ist. Die andere Hälfte hat die Info bekommen, naja, Sie haben den Ökostromanbieter, der ist 1 Euro teurer. Sie können aber auch wechseln zu dem Stadtwerkestrom. Und in dieser 2. Bedingung, wo der Standard, also wo die Leute hingenatscht werden, Ökostrom zu beziehen, da bleiben die meisten Leute. Ja, dass das ein Nudge ist, das führt zu Aufregung, aber dass quasi dieser andere Standard eben nicht ein Nudge sein soll, das ist dann irgendwie, das ist dann so ein Standard, der nicht hinterfragt wird. Und ein ähnliches krasses Beispiel ist ja der Organspenderausweis. Ja, ist auch ein Nudge. In Deutschland muss man aktiv werden, um Organspender zu werden. Dementsprechend haben wir
miserable Organspenderaten. In Spanien muss man aktiv werden, um nicht Organspender zu werden. Ja, da kann man natürlich ewig drüber streiten, was davon irgendwie jetzt die bessere Variante ist. Aber ich glaube nicht, dass per se Nudges irgendwie was sind, was jetzt kommt, um unser Verhalten zu manipulieren. Die gibt es schon immer, Nudges, in jedweder Richtung, in jedwedem Lebenskontext. Von daher überrascht mich das sogar, dass da so eine riesen juristische Debatte war. Der zweite Punkt, und da muss ich jetzt mal gucken, ob ich mich in ein Fettnäpfchen oder gleich in eine Fritteuse reinsetze, dieser Aspekt Gebote und Verbote. Ich würde die These in den Raum stellen, dass wenn wir Lenkungsmechanismen arbeiten und Steuerungsmechanismen, egal in welche Richtung, da wird es immer Leute geben, die dann sagen und schreien, ja, aber was ist denn mit denen und denen? Und was ist denn mit denen und denen? Und das ist auch vollkommen korrekt, das werden wir nicht umherkriegen. Meine These wäre, dass wir einige Sachen einfach verbieten sollten. Warum? Weil das gerecht ist. Also ich glaube, ein Verbot zum Beispiel von Inlandsflügen in Deutschland, das wäre gerecht. Warum? Es kann sich niemand rauskaufen, es kann niemand dann für 3.000 Euro von Berlin nach München fliegen. Es wäre schlicht und einfach verboten und würde eine absolute Minderheit der Bevölkerung treffen. Ja, global fliegen etwa 500 bis 700 Millionen Menschen von knapp 8 Milliarden, also nicht mal 10%. Ja, also wenn wir über sowas wie Flugeinschränkung oder Flugverbot innerdeutsch reden, dann reden wir von so einer krass kleinen Elite, die davon betroffen wäre, dass ich an der Stelle glaube, das wäre das Gerechteste, was wir machen könnten. Genauso wie ein Tempolimit. Ja, ich offenbare mich mal jetzt als jemand, der sagen würde, Tempolimit Autobahn, das sollten wir machen, weil es einfach gerecht wäre. Ja, da würde für alle das Gleiche gelten, egal ob fette Karre oder einen Renault Twingo oder ein Fiat 500 oder was weiß ich, was es noch gibt. Es wäre gerecht und es wäre eine fast kostenfreie Klimaschutzmaßnahme. Also deswegen, um diese Diskussion um Verbote, da werden wir nicht drum rumkommen, fürchte ich. Ja, wie gesagt, ich bin nicht dafür, dass wir Sachen verbieten. Ich glaube nur, es wird Aspekte geben, wo wir nicht drum rumkommen, weil wir uns ansonsten in ewigen Konsensdiskussionen wahrscheinlich verhalten werden. Und der dritte Punkt zu dem, was Sie gesagt oder du gesagt hattest, diese Zielorientierung von Recht, also diese Idee der individuellen Freiheit, die wir alle natürlich total toll finden. Ich glaube, das ist wichtig. Ich weiß nicht, wie im Recht festgelegt ist, wo individuelle Freiheit aufhört. Und was mich auch sehr mal interessieren würde, ist, ob dieser Rechtsbegriff oder individuelle Freiheitsbegriff einfach auch mal so einer Art Monitoring-Prozess unterliegt. Ja, also ich meine, ein Grundgesetz, was vor 70 Jahren entstanden ist, vor 70 Jahren hatten wir 3,2 Milliarden Menschen auf der Welt oder 2,8, ich weiß es nicht genau, irgendwas um den Dreh, vielleicht kann es mal jemand googeln, bevor ich mich jetzt hier irgendwie, aber ich frage mich da, ob man so bestimmte Gesetze nicht auch mal einem Reality-Check, das war das Wort, was ich gesucht habe, unterziehen muss für absolut krasse Realitätsveränderungen. Ja, vielleicht, wenn ich dann nochmal einhaken darf. Dieser Reality-Check, der ist im Grunde genommen immer virulent, wenn das Bundesverfassungsgericht was zur persönlichen Freiheit quasi entscheidet. Denn jedes Mal muss eben die Vereinbarkeit des Gesetzes oder der Maßnahme mit dem Grundgesetz eben neu geprüft werden. Und da können eben auch sich wandelnde Umstände durchaus berücksichtigt werden. Also da haben wir nicht das starre Verständnis sozusagen, dass alles schon immer so war und deshalb auch so bleiben muss, sondern gerade auch die Grundrechtsdogmatik ist da sehr offen, auch für Neuerungen, wie man auch beispielsweise an diesem Gedanken intertemporaler Freiheitssicherung jetzt auch gesehen hat. Und dann ist es im Ansatz so, dass erstmal natürlich, also was heißt natürlich so, natürlich ist das ja gar nicht, aber dass erstmal die persönliche Freiheit umfassend geschützt ist. Also alles zu tun und zu lassen, was man möchte, umgangssprachlich. Das nennt sich bei uns dann allgemeine Handlungsfreiheit. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele Gesetze, Maßnahmen, die diese allgemeine Handlungsfreiheit einschränken. Und das ist auch verfassungsrechtlich gar kein Problem, weil diese Eingriffe gerechtfertigt sind. Und das ist im Grunde genommen auch mit den Geh- und Verboten im Rahmen des Klimaschutzes meines Erachtens ganz ähnlich. Also wenn es zum Beispiel um Freiheitsbetätigungen geht, die vielleicht weniger persönlichkeitsrelevant sind als andere, dann ist die Einschränkungslast natürlich geringer, auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht. Dann kann man vielleicht auch mit einem größeren Klimanutzen schon eine einschränkendere Maßnahme rechtfertigen und so weiter. Also das kommt am Ende im verfassungsgerichtlichen entscheidend dann auf die Abwägung
an der Freiheitsrechte, die sich da berühren. Und natürlich sind dann auch nicht nur die allgemeine Handlungsfreiheit von denen betroffen, die eben gerne mit 210 Stundenkilometern über die Autobahn brettern möchten, sondern es sind ja auch die Freiheitsrechte derjenigen betroffen, die eben durch den Klimawandel leiden, derjenigen betroffen, die durch Emissionen eben eine Chance auf eine, ja, auf eine Zukunft, in der die Umweltressourcen noch verfügbar sind, denen die ein Stück weit genommen wird. Und das kann auf jeden Fall auch berücksichtigt werden. Das ist nicht so, dass das rechtlich dann nicht einzuschränken geht. Dem will ich inhaltlich natürlich gar nichts hinzufügen. Trotzdem glaube ich, dass wir allein von der Sprache her, und die Sprache findet sich dann wieder in der politischen Raum in der, und dann auch nicht so differenziert, wie ein Bundesverfassungsgericht das macht, dass es erst einmal um Freiheit geht, die eingeschränkt wird. Das heißt, die Diskussion ist nicht, sind es verschiedene Freiheitsaspekte, wie werden die gegeneinander abgewogen, sondern die Systematik, die Sprache, die wir benutzen als Juristen ist, das ist eine Freiheitseinschränkung. Und ich glaube, dass es das in der Frage von Akzeptanz erschweren kann. Das ist der Punkt sozusagen, es ist unheimlich schwer, eine Systematik juristisch umzustellen, aber so, wir sind ja gerade noch im sehr grundsätzlichen, gerne können wir konkreter werden. Wir müssen uns ja auch hier vorne nicht nur zu dritt unterhalten, gerne öffnen ich die Diskussion oder zumindest gebe die Möglichkeit, Fragen zu stellen, auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Insofern, ja, die erste sehe ich da drüben. Da hinter Ihnen ist ein Mikro. Selbstverständlich. Dankeschön. Ich habe jetzt viel von Verzicht und Verboten gehört. Ich glaube aber offen gesagt nicht, dass das das Problem löst, weil Sie treffen mit dem, was Sie hier angedeutet haben, ja eine relativ kleine Anzahl von Leuten. Wenn wir das Klimaproblem lösen wollen, dann müssen wir etwas anbieten, was wirklich global wirken kann. Und wenn wir hier verzichten, freiwillig oder durch Verbote, dann sind das Maßnahmen, die für Leute in Kenia oder in Indien oder in Indonesien völlig irrelevant sind. Die haben total andere Sorgen. Und deswegen wird man damit überhaupt nichts erreichen. Also es kommt darauf an, ein Angebot zu machen, ein wettbewerbsfähiges Angebot. Und da denke ich, es ist doch ein großer Fehler gewesen, dass Deutschland sich 2002 entschlossen hat, aus der Kernenergie auszusteigen. Die Kernenergie ist nämlich die einzige saubere Energiequelle, die sowohl regelbar als auch noch beträchtlich ausbaubar ist. Und da bin ich bei einem psychologischen Thema jetzt, weil dies ist eigentlich international unstrittig. Und es wird auch vertreten von den maßgeblichen Organisationen. Sie lächeln schon, Sie waren letzte Woche auch dabei. Aber es ist für mich eine psychologische Frage, die mich interessieren würde. Wie kommen wir dazu, dass wir die Vorbehalte oder die Vorurteile gegenüber einer der wichtigsten sauberen Energiequellen bewältigen, damit wir ein Angebot machen können an die Welt, ihre Energieversorgung sauber zu bekommen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich dränge mich ausnahmsweise nicht vor. Ich kann ja mal eine Antwort versuchen. Also vielen lieben Dank für die Frage. Also erstens, ich glaube, dass wir natürlich eine Verantwortung haben. Natürlich haben Sie total recht, wenn Sie jetzt sagen, wenn wir jetzt in Deutschland ein Tempolimit haben, das ist jemandem in Kenia völlig egal. Natürlich ist es jemandem in Kenia völlig egal. Aber da geht es ja auch gar nicht drum. Ich glaube, es geht darum, dass wir natürlich globale Regelungen brauchen, auf vielen Ebenen. Nur es ist eine klassische Verschiebungstaktik, auch aus der Politik und auch aus anderen Gruppen, halt zu sagen, ja, wir müssen eine globale Lösung finden. Die werden wir so schnell nicht finden. Es müssen einzelne Länder, es müssen einzelne kooperierende Länder vorangehen. Vorteile gegenüber Atomenergie. Also ich glaube nicht, dass es die sauberste Energieform ist, die wir haben, weil sie auch auf fossilen Brennstoffen basiert. Ich glaube auch nicht, dass das Problem der Endlagerung bisher gelöst ist.
Und es gab mal einen Politiker von der SPD, Hermann Scheer, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr noch der ein oder andere, er hat kurz vor seinem Tod, er ist recht früh gestorben damals, hat er ein Buch geschrieben, der energetische Imperativ, wo er sowas von wunderbar fundiert beschrieben hat, wie wir innerhalb von, ich glaube, 15 Jahren komplett Wärme und Energie nicht nur in Deutschland, sondern auch in größerer Scale durch erneuerbare Energien sichern könnten. Also ich persönlich glaube, wir brauchen Atomkraft nicht mehr. Da kann man verschiedener Meinung sein, denke ich. Die CCC glaubt das nicht. Das mag sein. So klar steht es im IPCC auch nicht. Steht deutlich drin, wenn Sie es richtig lesen. Ich würde an der Stelle ganz gerne vielleicht intervenieren. Auch. Eine Sekunde, ja. Weil es ja in der Sache jetzt nicht um Atomkraft ja, nein geht, sondern dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die möchte ich respektiert haben. Danke. Genau, also ja, wir müssen da glaube ich jetzt gar nicht drüber diskutieren. Also ich glaube, wie gesagt, dass es da verschiedene Ansichten auch gibt und auch Leute natürlich beim IPCC sagen, dass es ein Weg ist. Aber aus Sicht vieler anderer Klimawissenschaftler und auch Energiewissenschaftler und Ingenieuren ist es nicht die einzige Lösung. Es gibt andere Pfade. Genau, ich habe da auch wenig hinzuzufügen. Ich möchte nur noch einmal sagen, dass natürlich das Tempolimit hierzulande, das interessiert die Menschen in Kenia nicht, aber die Menschen in Kenia verursachen auch nicht die Klimakrise. Die Menschen in Kenia emittieren so wenig Treibhausgase, dass wenn alle so leben würden, wie man in anderen Teilen der Erde lebt, das Ganze also als globale Erwärmung so vermutlich nicht zustande gekommen wäre. Das ist erstmal der eine Punkt, weshalb ich diesen Vergleich sozusagen oder diesen Blick in andere Teile der Erde, in dem nicht ganz teilen kann. Und dann zum Thema Energieaufbau von Energieversorgung, auch umweltfreundliche Energieversorgung, gerade in Ländern des globalen Südens. Da sieht man, was mit erneuerbaren Energien viel, viel einfacher, günstiger, sicherer, wirtschaftlicher zu machen ist. Gerade auch im Bereich der Netze. Für eine atomgetriebene Energiewirtschaft brauchen Sie ein massives Netz. Da brauchen Sie ganz unterschiedliche Verteilnetze. Das hat riesige Stabilitätsanforderungen. Das ist ja nicht so einfach mit Einspeisung gleich Ausspeisung. Also gerade in der Hinsicht ist es viel, viel geschickter, viel, viel günstiger, unabhängig von anderen Fragen, ob Atomenergie jetzt nun so sauber ist oder nicht. Es ist viel günstiger, viel besser, das auf erneuerbare Energien zu fußen, nach allem, was ich in den energiewissenschaftlichen Fachdiskursen da mitbekommen habe. Vielen Dank. Weitere Fragen? Thies. Ja, danke. Ich habe eine Frage an Herrn Rehse aus psychologischer Hinsicht. Gerade wenn man vergleicht sozusagen Corona-Krise, Klimakrise und anschließend an dieses Thema Verbote, Gebote, besteht nicht zumindest die Hoffnung, dass wir jetzt durch die Corona-Krise irgendwo auch gelernt haben in der Gesellschaft, dass Verbote gar nicht so unbedingt so schlecht sind? Denn aktuell sehen wir doch eher in der Debatte, dass mehr und mehr Menschen sich quasi härtere Regeln wünschen, von wegen Stichwort vierte Welle und jetzt nochmal das Ganze und nochmal und nochmal. Dass sozusagen gegebenenfalls gesamtpsychologisch irgendwann der Punkt erreicht sein könnte, wo man sagt, wir sollten in gewissen Krisen einfach schneller handeln, stärker handeln und auch wir persönlich vielleicht einen gewissen Freiheitseingriff stärker tolerieren würden, als das noch vor einiger Zeit, weil man gelernt hat, dass es sozusagen nach hinten raus gar nicht so unbedingt verkehrt sein muss. Ob man das sozusagen in der Forschung sowas sich widerspiegelt oder wie da Ihre Einschätzung wäre. Es gibt tatsächlich wenig Forschung dazu, aber dieses Argument, das kommt immer wieder, gerade und dass da eben ja diese Regelungen akzeptiert werden, warum nicht dann auch beim Klimaschutz. Aber ich glaube, man muss trotzdem vorsichtig sein, weil die Corona-Krise und die Klimakrise einfach qualitätsmäßig nochmal was anderes sind. Also bei der Klimakrise, da konnten wir es, bei der Corona-Krise, da konnten wir es und können wir direkt was sehen. Ja? Wir sehen die Zahlen in den Krankenhäusern, wir sehen die Zahlen an Gestorbenen. Wir haben vielleicht viele von uns auch im Bekanntenkreis Leute, die betroffen waren oder vielleicht sogar gestorben sind. Das heißt, es ist viel, viel greifbarer und dementsprechend auch so eine stärkere persönliche Betroffenheit bei der Klimakrise. Ich glaube, das Problem, das wir haben als Menschen, ist, dass wir es eben noch nicht so ganz
weiterhin nicht so ganz greifen können. Wir haben keine ganz konkreten Indikatoren, die uns im Alltag beeinflussen. Ja, natürlich kann man bei dem, was jetzt in Deutschland im Ahrtal passiert ist, ja, kann man natürlich sagen, ja, das ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit geht es auf die Klimakrise zurück und sowas wird mit einer großen Wahrscheinlichkeit häufiger und so weiter und so fort. Trotzdem kann man nicht so ein einzelnes Event wirklich damit so richtig verbinden. Und das ist natürlich bei der Corona-Krise einfacher. Von daher glaube ich nicht, dass es so leicht übertragbar ist, aber was wir in ganz, ganz vielen Umfragen finden, ist, dass Menschen stärkeren Klimaschutz wollen. Und das fängt an mit einer immer stärkeren Zustimmung, zum Beispiel in Bezug aufs Tempolimit. Ich glaube, bei der letzten Umfrage, die ich mal gelesen hatte, waren 56%, die dafür sind. Das ist natürlich knapp über die Hälfte, ja, aber es ist nicht so, dass das was ist, wo die Mehrheit aufschreien würde und sagen würde, meine Freiheit. Und es wird mit anderen Sachen ähnlich sein. Ja, weitere Fragen noch hinten. Wir gehen von vorne nach hinten durch. Vielen Dank. Sie haben in Ihrem Vortrag, hatte ich das Gefühl, den Wert auf die Entscheidung des Individuums gelegt. Ich kann mich noch an die Bahncard-Sache erinnern, wo Sie gesagt haben, Auto versus Bahncard, das ist ja das deutlich günstigere. Am Ende ist es natürlich aber auch eine politische Entscheidung, wie ich kann mir, wenn ich zum Beispiel irgendwie aus dem ländlichen Raum komme, ist mit der Bahn zu fahren, da brauche ich das Auto, weil ich habe gehört, irgendwie rausgehört, dass ich irgendwie in Halle, aus Halle komme, wenn ich da irgendwie in Sachsen-Anhalt unterwegs bin, ist das ohne Auto schwer machbar. Und wie kriegen wir es hin, von dieser individuellen Ebene auch auf eine politische Ebene zu kommen, dass dann die politischen Entscheidungen entsprechend gefällt werden? Und ich war leider letzte Woche nicht da, wo es um den Aktivismus ging. Aber vielleicht können Sie dazu noch ein, zwei Sätze sagen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich war letzte Woche auch nicht da, als es um den Aktivismus ging. Ich habe hoffentlich in dem Vortrag geschafft zu sagen, dass es eben nicht nur die individuelle Verantwortung ist. Also ich glaube, wir haben individuell natürlich Verantwortung. Wir können jeden Tag Konsumentscheidungen treffen und so weiter und so fort. Aber natürlich ist bei vielen Sachen der politische Rahmen relevant und Mobilität ist, glaube ich, so einer der Paradebeispiele. Ja, also für einen Hamburger oder Berliner klappt es wunderbar mit dem ÖPNV. Ja, wobei ich immer noch verwundert bin, wie viele Menschen in Berlin mit dem Auto fahren. Das wird in Hamburg nicht anders sein. Aber in ländlichen Regionen natürlich, das ist anders und das ist eben der Punkt, wo wir eben mehrere Fragen stellen müssen, nämlich politischer Art, nämlich einmal, wie können wir einen ÖPNV schaffen, der auch Flexibilität eben auf dem Land, um es jetzt mal wirklich in dieser Dimension zu haben, schaffen, aber gleichzeitig muss man wahrscheinlich noch weitergehen und auch in unserem Gesellschaftssystem mal sowas hinterfragen, ja, ob es wirklich sein muss, dass wir zum Beispiel 40 Stunden die Woche arbeiten und deswegen diesen Stress haben müssen, morgens eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde mit dem Auto irgendwo hinkommen zu müssen. Ja, also da stecken noch ganz andere Sachen wie Zeitwohlstand und so weiter und so fort. Und es ist ja nicht nur, ich wohne auf dem Land, deswegen brauche ich ein Auto. Warum brauche ich denn da ein Auto? Weil eben die Versorgungsstrukturen nicht entsprechend aufgebaut sind. Das hat sich natürlich über Jahrzehnte und Jahrzehnte so entwickelt. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, Leute, verzichtet auf euer Auto. Das geht in Berlin, das geht aber nicht in der Pfalz zum Beispiel. Ja? Oder ich weiß nicht, was hier um Hamburg dann irgendwann kommt. Ja, wahrscheinlich. Oder Winsen an der Luhe, da war ich mal. Das ist doch hier auch irgendwo in der Nähe. Genau, also das ist total richtig. Also da brauchen wir eben politische Rahmenbedingungen und auch einfach mal politische Visionen, die da irgendwie aktiv werden oder halt für Aktivität sorgen. Und wir, die Frage war ja auch noch, wie können wir das denn schaffen? Naja, indem wir Parteien wählen, die das tun. Das ist jetzt bei der letzten Bundestagswahl vielleicht nicht ganz so gelungen. Das kann mal geteilter Ansicht sein. Und für das, was wir wollen, auch wirklich unsere Stimme zu erheben und nämlich als Kollektiv zu agieren, also mit Menschen zusammen auf die Straße gehen oder auch, was ja auch oft übersehen wird, wir werden ja vertreten im Bundestag von Repräsentanten, denen mal Briefe schreiben und denen nicht nur einmal einen Brief schreiben, sondern jede Woche und nicht nur du, sondern mit Freunden, mit Bekannten zusammen, dass eben sichtbar wird, hey, da wird was von mir als Repräsentant erwartet. Falls ich da auch noch kurz was dazu sagen soll. Also da kann vielleicht auch das Recht noch was tun. Man diskutiert das ja immer mal wieder, inwiefern auch Partizipation beispielsweise im Recht akzeptanzstiftend wirken kann bei der Förderung von erneuerbaren Energien oder inwiefern auch im Sinne von einer etwas breiteren Governance, das ist dann das Thema, was da häufig aufkommt, eben StakeholderInnen, auch Interessierte, die Öffentlichkeit eben in den Rechtsetzungsprozess, aber auch in Planungsprozesse, in Infrastrukturplanung beispielsweise noch verstärkt eingebunden werden
könnten. Und ich kann mir auch vorstellen, durchaus, dass sowas auch mit so einer Politisierung noch das Ganze führen kann, auch in eine positive Richtung und somit quasi auch der Sprung vom Individuellen hin zum kollektiven Handeln vielleicht unterstützt werden kann. Das könnte ich mir vorstellen. Genau, vielleicht ganz kurz dazu noch reingegrätscht. Ich meine, diese Klimabürgerräte, ne? Ich glaube, das ist ja genau das, was so eine Funktion annehmen könnte. Ja? Wenn, stellen Sie sich nur mal vor, Sie sind Teil von so einem Klimabürgerrat und das, was Sie da als Gruppe entscheiden, das wird in irgendeiner Form legislativ umgesetzt. Das wäre ja so ein, also aus meiner Sicht wäre das so ein Boost der Wirksamkeit, dass Sie da wirklich aktiv dabei was beitragen könnten. Also ich glaube, das würde sehr viel in Schwung bringen und tatsächlich auch so ein bisschen die Verdrossenheit in manch Gruppierung vielleicht verringern. Aber das ist vielleicht eine sehr positive Sicht der Dinge, weiß ich nicht. Ja, mich würde nochmal interessieren, das Verhältnis der verschiedenen Umweltfaktoren zueinander, weil die Umweltpsychologie ja wahrscheinlich nicht nur bezogen aufs Klima schaut, aber und man ja auch in der politischen Debatte, wenn es jetzt zum Beispiel Planung von Windkraftanlagen geht, dann sozusagen vor Ort dann auch häufig gesagt wird, oh, Artenschutz, irgendwie Biodiversität wird dadurch unmittelbar beeinträchtigt und es fehlt sozusagen dieser Blick, aber das weltweit das sozusagen Vorteile bringt. Wie steht die Umweltpsychologie dazu? Also wird da, wenn diese Faktoren ins Verhältnis gesetzt, kann man sehen vielleicht, dass auf lokaler Ebene andere Umweltfaktoren eine viel größere Rolle spielen als die Angst vor dem Klimawandel? Also wenn ich die Frage richtig verstehe, man findet schon sowas, dass Leute in bestimmten Umfragen bereit sind, sich ja, globalen Klimaschutz und sowas zu unterstützen, Energiewende und so weiter und so fort. Wenn es dann allerdings um eine lokale Umsetzung geht, da schon dann Widerstände entstehen. Ja, da gibt es diesen NIMBY-Phänomen, also not in my backyard, also Klima oder Energiewende gerne, aber bitte nicht bei mir hinten im Garten. Das gibt es tatsächlich schon. Aber es ist jetzt nicht so, also zumindest ist mir jetzt nicht irgendwie bewusst, dass es da viel Forschung zu gibt, dann unter welchen Bedingungen man dann über dieses Lokale mal hinausgeht, also wann man dann akzeptiert, dass es hinten im Garten steht. Also es gibt schon Forschung zu aus so Gerechtigkeitsperspektive, ja, dass man zum Beispiel, wenn man dann irgendwie an Gewinnen beteiligt wird, dann findet man das als Community dann auch in Ordnung oder so Sachen, aber ich glaube, so richtig viel ist mir da nicht bekannt. Ich kann an der Stelle ein praktisches Beispiel zuliefern, aus meiner Zeit, in der ich Energierechtsberatung gemacht habe. Es gibt einen lokalen Energieversorger im Süden Deutschlands, also tatsächlich lokal, nicht regional, die massive Proteste hatten gegen die Errichtung von Windkraftanlagen. In dem Moment, wo sie das als eine auf die lokale Bevölkerung begrenzte Stiftung gemacht haben, an die sich die Einzelnen beteiligen konnten und in dem Moment auch den Strom bezogen haben, also natürlich rechnerisch, nicht zwingend physikalisch, in dem Moment war der Widerstand dahin. Also die Beteiligung, und es muss gar nicht zwingend monetär sein, sondern dass es etwas ist, was eine Gemeinschaftsaktion ist. Das haben die tatsächlich innerhalb kürzester Zeit die Diskussion drehen können. Ich glaube, dass das auch etwas entspricht, was Sie in Ihrem Vortrag ja dargelegt haben. So, jetzt habe ich meine Position schon wieder missbraucht. Das ist herrlich, macht es was Tolles. Genau. Da hinten war noch eine Frage, ne? Ja, vielen Dank. Ich wollte noch mal kurz auf die Frage Gebote, Verbote gegen andere Steuerungsinstrumente zurückkommen. Auch auf die Gefahr hin, jetzt zu pauschalisieren, ist es ja im juristischen Bereich schon so, dass sich Steuerungsinstrumente wie Nudging, auch wenn die eingreifend darstellen, tendenziell leichter rechtfertigen lassen, weil zumindest im Allgemeinen davon ausgegangen wird, dass es meistens weniger eingriffsintensiv ist als Geh- und Verbote. Meine Frage wäre jetzt an Professor Rehse, ob die Umweltpsychologie diese Annahme eigentlich überhaupt rechtfertigt. Denn, oder ist es vielleicht doch so, dass so wie der Eingriff dann wahrgenommen wird bei der Person, korrespondiert das wirklich? Wird Nudging immer als weniger schlimm quasi interpretiert als ein Gebot oder ein Verbot? Gibt es da Untersuchungen? Ich glaube, die enttäuschende Antwort ist, dass es da, glaube ich, kaum Forschung zu gibt. Es gibt auch, ich habe letztens mal geschaut, ob es wirklich auch Forschung zu gibt, wie reagieren Menschen auf Verbote, aber wirklich empirisch belastbare Forschung, die gibt es da kaum. Und jetzt zu der Frage meines Wissens auch nicht. Es gibt so ein bisschen Forschung in die Richtung, wann
also unter welchen Bedingungen Verbote zum Beispiel eher akzeptiert werden, das schon. Ja? Und ich meine, das kennt wahrscheinlich auch jeder von dem Nichtraucherschutzgesetz, als dann verboten wurde, in Kneipen zu rauchen. Das wurde ziemlich schnell akzeptiert, weil die meisten gemerkt haben, oh, ich ist doch cool, ich kann auch mit meiner Familie wiederkommen und so Sachen. Das schon, aber wie gesagt, jetzt genau zu der Frage wüsste ich jetzt, könnte ich jetzt nur spekulieren. Sorry. Ja, vielen Dank. Ich war nur drauf gekommen. Ich hatte heute gelesen, das wollte ich noch kurz sagen, dass bei Corona, bei der Impfpflicht, nämlich teilweise das sogar von den Leuten in Frankreich, wo es jetzt ja in weiten Teilen gibt, als Entlastung psychologisch empfunden wurde, weil damit diese Entscheidungslast abgenommen wurde. Aber dann ja, schade, dass da keine Erkenntnisse im Umweltrecht. Vielleicht gibt es sie, aber ich kenne sie noch nicht. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, wenn wir nicht die Debatte um Kernenergie fortführen. Aber natürlich gerne stellen Sie. Also, wie gesagt, weil mir das Thema auch wichtig ist. Ich bin ja auch für Klimaschutz. Schauen Sie doch mal in den Sonderbericht des IPCC zum 1,5-Grad-Ziel und gucken Sie sich die 4 Modellrechnungen an, die da veröffentlicht worden sind. Dankeschön. Alles klar, das nehmen wir als abschließenden Kommentar zu diesem Themenkomplex gerne zur Kenntnis. Dann würde ich vielleicht noch eine abschließende Frage stellen. Sie hatten eingangs ein paar Daten auf Deutschland und insbesondere die EU dargestellt. Haben Sie irgendwelche vergleichbaren Daten auch noch im internationalen Kontext? Das wäre aus europäischer Perspektive vielleicht mal recht spannend zu sehen, wie Menschen außerhalb von Europa diese gesamte Thematik wahrnehmen, weil es ja doch dann letztendlich ein globales Problem ist und wir als EuropäerInnen vielleicht uns schon als Vorreiter begreifen und wir die ganze Zeit irgendwas Gefühl haben, irgendwelche anderen halten uns zurück, aber wie nehmen es denn tatsächlich dann die Menschen in den entsprechenden Ländern wahr? Also es gibt eine Reihe von internationalen Studien, wo auch Klimaschutz in diesen Fragebatterien drin ist, also diese World Value Survey, die ist in, ich glaube, 52 oder 62 Ländern, oder auch hier aus den USA und Kanada gibt es von diesem Pew Research Center immer wieder Fragen, wo sich auch zeigt, dass auch in den USA, auch in Kanada über die Jahre immer stärker ein Bewusstsein irgendwie kommt, dass man sich Klimaschutz oder dass Klimaschutz total wichtig ist. Entschuldigung. Also das findet man eigentlich über ganz viele Länder hinweg. Also wie gesagt, es gibt nicht zu jedem einzelnen Land da Befragung, aber tatsächlich schon zu ziemlich vielen. Und ich habe jetzt nicht im Kopf, ob die mal bei 80% oder 78% oder was auch immer liegen. Aber das ist jetzt nicht nur in Europa so, dass ja, Klimaschutz, Naturschutz, Umweltschutz als besonders wichtig erachtet wird. Aber außerhalb so von USA, Kanada, westliche Hemisphäre, also wenn wir jetzt in den asiatischen Raum blicken? Ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Also ich glaube, in dem World Value Survey sind auch asiatische Länder tatsächlich drin. Man kann natürlich auch noch die These in den Raum stellen, dass wir uns natürlich vor allem die Länder angucken müssen, die Verursacher und Verursacherinnen sind. Das sind zum größten Teil die aus der westlichen Hemisphäre, oder der westlichen Hemisphäre, Vertikalosphäre, wie auch immer wir es nennen wollen. Genau, aber wie gesagt, ganz genaue Daten jetzt aus asiatischen Ländern oder so wüsste ich jetzt gar nicht. Wenn ansonsten keine weiteren Fragen aus dem Publikum sind, würde ich den beiden Referenten, also dem Referenten und der Referentin, um es korrekt zu machen, die Möglichkeit geben, vielleicht noch einen Abschlusskommentar zu geben. Ich sehe aufgeblasene Wangen. Sie müssen dieses Angebot keineswegs wahrnehmen. Ich wollte es nur anbieten. Frau Barmer nickt schüchtern, dann muss sie auch damit einen Abschlusskommentar beginnen. Ja, ich möchte eigentlich noch mal was zu Ihrer ersten Frage sagen, weil da ging es ja darum, müssen wir jetzt nicht uns mehr auf die Ziele
eigentlich konzentrieren im Recht. Und ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, eigentlich das Gegenteil ist der Fall. Sondern wir müssen jetzt, Ziele haben wir sehr, sehr viele im gesamten Klimaschutzrecht, auch in der Europäischen Union, im Green Deal, im Paris-Übereinkommen. Wir haben Ziele im Klimaschutzgesetz und so weiter und so fort. Wir müssen jetzt auch tatsächlich mal was tun, damit wir diese Ziele auch einhalten. Deshalb würde ich sagen, der Zielfokus auch auf der rechtlichen Ebene, der sich da auch breit gemacht hat, das ist einerseits natürlich gut, weil es immer gut ist, Ziele zu haben, um auch den Weg dahin zu finden. Aber jetzt ist es wirklich dann geboten, dass man sich auch über konkrete Maßnahmen Gedanken macht. Und da sollte meines Erachtens jetzt auch der rechtliche Fokus in den nächsten Jahren dann eben liegen. Dem hätte ich nichts hinzuzufügen. Ich kann es eigentlich auch nur unterstützen, weil genau das, was in den letzten Jahren passiert, dieses ständige Sagen, ja, Net Zero bis 2050 oder wir machen bis 2035 das und das, das ist halt eine wunderbare Verschiebung von Verantwortung, ist eine Verschiebung in die Zukunft. Und ich würde auch sagen, Ziele haben wir genug, wir müssen jetzt irgendwie aktiv werden. Und ich glaube, da kann man auf die Regierung hoffen. Hoffen alleine wird nicht helfen. Deswegen das, was man vor allem in der demokratischen Gesellschaft auch an Möglichkeiten als mündiger Bürger und mündige Bürgerin hat, auch wirklich nutzen und in die Waagschale werfen. Ich finde, das ist ein sehr schöner Abschlusskommentar, ein Abschlussplädoyer. Dann bedanke ich mich recht herzlich für die sehr schönen, interessanten Vorträge. Bedanke mich für die Fragen aus dem Publikum und werfe einen schüchternen Blick hinüber. Gut, der wirklich allerletzte Kommentar wird mir glücklicherweise genommen. Dann, wie gesagt, vielen Dank, dass Sie hier waren und uns zugehört haben. Ja, genau. Ich möchte mich im Namen der Bucerius Law School bei Ihnen, Gerhard Rehse, Jasper Fink und Larissa Barmer ganz herzlich für diese spannenden Beiträge und die Diskussionen bedanken. Ich glaube, das war nochmal ein schöner Bogen oder eine schöne Veranstaltung, die Einblicke gegeben hat in die individuelle Verantwortung, die Rolle des Rechts und die Rolle des Rechts in diesem globalen Klimawandel oder der Klimakrise. Ich habe gerade überlegt, ob ich den Hashtag Global Citizenship benutzen könnte, wenn ich Ihnen jetzt oder Ihnen dreien das kleine Erinnerungsgeschenk von uns übergeben darf. Und zwar werden Sie Baumpate eines Baumes der Bucerius Law School. Die Bucerius Law School hat nämlich einen Unternehmenswald jetzt im globalen Süden, vor allen Dingen in Kenia sind das Bäume, die dort gepflanzt werden. Und Sie drei haben jetzt einen Baum dort und dürfen diesem beim Wachsen und gedeihen zuschauen. Also vielen Dank nochmal von unserer Seite. Es ist eine tolle Abschlussveranstaltung dieser Reihe. Es gibt aber einen kleinen Haken, und zwar gibt es noch eine weitere Veranstaltung, also nicht wirklich ein negativer Haken, sondern etwas Positives. Kommenden Dienstag ist die Nachholveranstaltung zur Biodiversität. Das war eigentlich die zweite Veranstaltung im Rahmen dieser Ringvorlesung, die leider ausgefallen ist. Und dann am 23. November, also kommenden Dienstag um 19 Uhr im Auditorium nachgeholt wird. Sie sind alle herzlich eingeladen, dann wieder vorbeizukommen. Und jetzt geht es ganz traditionell mit Brezeln und einem Wein oder einem Glas Wein oder einem anderen Getränk in der Südlounge weiter. Es darf noch diskutiert werden und der Abend kann gemütlich den können wir gemütlich ausklingen lassen jetzt. Sie sind herzlich eingeladen, einfach die Treppe runtergehen und dann den Pfeilen folgen. Vielen Dank.